2015 hatten wir in Deutschland ein Phänomen nicht, was erst nach 2015 aufgetreten ist, nämlich die Massenvergewaltigung. Das muss man sich mal ausdenken, ohne Scheiß. Das ist ein Problem. Kriegsakt, eine Massenvergewaltigung. Das ist ein Kriegsakt. Wenn eine Frau sexuell unterworfen wird, dann hat das in dem Moment nichts mit Sex zu tun. Moritz, ich habe eine Anfrage gekriegt. Könntest du mir den Gefallen tun, mir zuliebe? Könntest du den Dennis Schulz hochnehmen? Ich meine Löwenherz. 22.000 Mädchen sterben jedes Jahr durch frühe Schwangerschaft. Durch Dennis, was? Du musst eine durch Anfrage stellen. Du hast keine Anfrage gestellt. Warte mal. Was ist denn die Gebärmutter geplatzt? Dass denen die Gebärmutter platzt, weil die, wenn ich sag mal so ein das Glied eines erwachsenen Mannes ist nicht für das für die Vagina einer Frau ausgestattet. Das heißt, sie verblutet da teilweise, weil die da nicht reif genug für ist. Das heißt richtig, nicht nur das, was durch die Schwangerschaft, sondern da kommen ja noch andere Ursachen mit dabei. Ja, Moritz, die zum Beispiel Beschneidung im deswegen, Islam. Deswegen lesen wir auch in den islamischen Hadithen, wo Aisha verheiratet worden ist, ihre Eltern haben sie gemästet. Ey, provozier mich nicht, dass ich die Quelle raushole. Ich kenne die Quelle, aber angeblich. Du kennst die Quelle und stehst trotzdem dahinter. Shake, hol die Quelle. Er soll die Quelle sehen. Er kennt die Quelle nicht. Warum kommt die Quelle nicht von der Sahaba? Mido ist ein Euro-Shisha-Moslem. Dennis, hier musst du wieder ein Wort nehmen. Du bist 50 Cent zur Jojo. Mido kennt keine einzige Quelle. Er ist ein Euro-Shisha-Moslem. Ganz ruhig zur Jojo, ganz ruhig. Ja, geh mal in eine Shisha-Bar, dich über den Islam unterhalten, aber komm mit einer Quelle hier. Erik, sind nicht bessere da als Mido? Also sorry, also so eine Intelligenzbestie hier drin, sorry, das ist echt. Ja, also Mido ist wirklich ein Euro-Shisha-Moslem, er kennt keine einzige Quelle, er kennt den Islam von Hörensagen, Sandra, danke. Von der Shisha-Bar, weil man sich darüber unterhält, nein, aber so etwas anderes Sandra, kennt er danke. Nicht. Danke. Ich finde es sowieso komisch, dass Mido und Abu jedes Mal reingenommen werden. Ohne ja, Witz, dieser Nudi ist genau mein Fall, so ohne Witz, dieser Nudi ist auch so ein Fall. Ich nutze mal ganz kurz die Gunst. Ich wollte mich verabschieden. Ich muss aufgehen. Gottes Segen an alle. Gottes Segen auf dir mit dir. Ich bin und ganz ehrlich, genialer Einwurf von dir. Du warst sehr, sehr informativ für diesen Live. Wirklich jemand, der mit Wissen spricht, damit auch Quellen um die Ecken kommt. Und ganz ehrlich, top Aufklärungsarbeit, weiter so. Dankeschön. Sag mal, Moritz, ich hoffe, bei dir und deiner Frau ist alles in Ordnung und Gottes Segen an alle, ja? Ciao. Ja, war nur eine emotionale Geschichte. Moritz, kann es sein, dass du bei BPE gesprochen hast? Ciao. Ja. Moritz, kann es sein, dass du bei BPE gesprochen hast? Ja. Ich bin jetzt auch mit deine Brille erkannt. Also. Leute, Sandra, ich möchte jetzt danke auch mal, dir. Sehr guten Abend an alle. Danke fürs Hochlassen, Löwenherz. Danke auch Roy und Sandra dafür, dass ihr gesagt habt, dass ich hochkommen möge, wie auch immer. Sandra, auch danke für die Coins. Ich habe noch gar nichts gesagt und kriege schon 500 Dinger. Vielen lieben Dank. Musst du aber gar nicht. Ihr wisst schon, dass die Moslems, ich habe nichts gegen Moslems, im Gegenteil, ich habe viele Freunde, die aus dem muslimischen Bereich kommen. Ihr wisst aber schon, dass ja die Moslems definitiv mehr werden. Roy hat schon richtig gesagt, bis 2050 ist die Hochrechnung dahingehend, dass die muslimischen Leute, egal wo sie herkommen, ob das die Netten sind oder die nicht so Netten, es gibt ja bei den Moslems verschiedenste Bereiche, Schiiten, Sunniten und keine Ahnung woher, brauchen wir jetzt nicht auseinanderklabüstern. Aber eine Sache ist Fakt. Es ist so, dass 2050 diese Leute eventuell eine Mehrheit stellen könnten. Und bis jetzt ist, und ganz ehrlich, auch wenn ich Moslems mag und ich es begrüße, wenn Moslems sich zu Wort melden, aber Gott sei Dank ist bis jetzt jede muslimische Partei, die gegründet wurde, vom Verfassungsschutz auseinandergenommen worden. Gott sei Dank. Weil das wäre der Untergang für unser Abendland. Habt ihr das gelesen?
Da hast du deine Quelle, Euro-Shisha-Muslim. Lieber Dennis, kann ich dazu antworten? Was macht der Mido wieder schon hier? Er sollte antworten. Ich würde auch Mido gerne was sagen. Siehst du, Mido? Meine Mutter versuchte mich zu messen, als sie mich zum Gesandten Allahs schicken wollte, als sie heiratete, aber nichts half, bis ich Gurken und mit Datteln aß. Dann wurde ich dick wie die allerbeste Sorte. Wirklich wundervoller Prophet. Wundervoller Prophet. Eine Frage, Sheikh. Eine Frage. Das ist sowas Wichtiges, ja? Sowas Wichtiges. Du. Das ist sowas Wichtiges, ja? Warum so kommt das Wichtiges, nicht komm, du Euro-Shisha-Muslim. Du kannst nicht mal meine Zehennägel debattieren. Du kannst nicht mal meine linken Zeh debattieren, Junge. Ich geh runter, hey, mit diesem Gehirnakrobaten rede ich gar nicht erst weiter. So, Dennis, gute Punkte hast du eingebracht. Also, siehst du das auch so? Also, es ist wahrscheinlich so eine Art Fakt, dass 2050 Deutschland angeblich mehr muslimisch sein muss, oder? Naja, aus den Geburtenraten und aus den Zuwanderungen kann man sich das an einer Hand abzählen. Danke, okay, super, super. Aber da frage ich mich tatsächlich, warum, ich meine, das passiert ja nicht mit Gewalt, das passiert ja nicht mit Zwang, dass die Muslime mehr werden, sondern es hat ja einen Grund, oder? Das sind die Deutschen selber. Stimmst du dazu? Ja, pass auf, das sind nicht die Deutschen selber, sondern das ist einfach diese offene Grenzenpolitik, die hier stattfindet und dass man gar nicht guckt, wer hier reinkommt. Das ist ja egal, ob das ein Terrorist ist oder ob das ein netter Mensch ist. Es wird keiner durchleuchtet. Ich sag mal, hier musst du deinen Fingerabdruck abgeben, wenn du irgendwas Vernünftiges willst. Aber in unser Land einreisen kannst du ohne Fingerabdruck. Und das muss aufhören. Und ach, ihr wisst ganz genau. Na klar geht man einen durch. Jeder Flüchtling, der keine Erlaubnis hat, hier zu sein, der wird gründlich untersucht und es wird gründlich recherchiert, warum er... Blödsinn. Nee, eben nicht. Man hat die Leute reingeholt, wenn die nur Asyl an der Grenze gesagt haben, dann ist man schon reingekommen. Die haben ihre Pässe in Massen weggeschmissen. Moritz, ja, ich stimme dir teilweise zu. 2015 war das tatsächlich sehr, sehr leicht. Hat jeder wirklich tatsächlich jeder reingekommen, jeder konnte irgendwas sagen. Aber ich glaube, seit zwei Jahren circa oder mittlerweile einem Jahr ist richtig strenger geworden. Die werden interviewt. Ja, alle, die woher kommen. Richtig investigated, richtig. Ja, ja, aber wie willst du beweisen, dass wenn jemand keinen Pass mehr hat und er weggeschmissen worden ist, wie willst du beweisen, was für eine Staatsangehörigkeit er hat? Danke, lass mich doch mal reden. Hör doch mal auf, mich zu unterbrechen. Ich bin ja gar nicht fertig geworden mit meiner Aussage. Es schmeißen die Leute an den Grenzen ihre Pässe weg und sagen, sie kommen sonst woher und kassieren hier Asyl. Weißt du, wie man das ganz einfach rauskriegen kann, wo die Leute herkommen, auch wenn sie keinen Pass haben? Du musst einfach nur im Handy nach Mama gucken, welche Vorwahl Mama hat, Alter. Dann weißt du sofort, wo der Pisser herkommt. Okay, also das mit den Pässe wegschmeißen, dafür hast du keine Beweise, okay? Also Dennis, ganz kurz von dem ganz ehrlich, entweder leistest du einen vernünftigen Beitrag und hörst auf, hier irgendeinen Populismus zu verbreiten. Ganz ehrlich, diese Pässe werden in Massen gefunden. Es gibt Videos, wie sie die von den Booten schmeißen. Die filmen sich dabei. Jetzt mal ohne Mist, hör auf, hier so einen Scheiß zu erzählen. Entweder sammelst du hier mit Wissen oder du fährst dir ein bisschen an den Flanschen. Okay, Roy. Meine ganz ruhig, guck mal, ich kann das bestätigen, dass mit den Pässen stimmt 100%. Oh, weil du das weißt jetzt. Wie weit wir inzwischen sogar schon sind. Warte mal, stopp. Wir sind inzwischen sogar schon so weit, dass wenn es um eine Straftat geht, es werden hier auf TikTok sogar schon inzwischen Sachen geteilt, wie du, dass, wenn du jemanden abstichst, dass du den mit möglichst vielen Stichen abstichst, damit du als psychisch unzurechnungsfähig giltst. Das war übrigens auch bei diesem einen Mädchen, was vor kurzem vor einem Jahr abgestichst. Jetzt bitte, lass sowas bitte weg. Nein, ich will dir doch nur damit sagen, wie weit das inzwischen sogar schon geht, dass unser Rechtsstaat ausgenutzt wird. Die haben diskutieren. Du brauchst doch nur gucken, worunter Mama eingespeichert ist. Wenn Mama plus so ein Telefonnummer hat, dann weißt du, wo der herkommt, der Hurensohn. Dennis, davon empfehle ich mich, bitte. Also bleiben Leute. Geht's dir noch gut, Dennis?
Sag mal, ja, mir geht's gut, weil ihr kurbelt hier, Alter. Hört euch mal selber zu. Ihr müsst das mal zuhören. Ihr kennt die ganzen Videos nicht, Alter. Weißt du, wie viele Leute an den Grenzen ihre Pässe wegschmeißen? Die kommen von sonst woher, irgendwo Nachbarland, und sagen, sie kommen auf einmal aus einem wichtigen Flüchtlingsland, schmeißen ihren eigenen Pass weg und sagen, ach, ich brauche Asyl nur wegen Bürgergeld. Das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Ich habe nichts gegen richtige Flüchtlinge, aber diese Leute, die hierher kommen, 50% davon wollen nur unser Geld, die leisten nichts, die wollen nur partizipieren. Lieber Dennis, aber ich finde es unfair, dass die Ukraine ihre Pässe behalten dürfen. Sag mal, geht's dir noch gut? Gott, ja. Sag mal, geht's dir noch gut? Gott, Alter. Raus mit dem, Leute, was raus denn mit dem. Was man ich kann denn ihnen gar nicht zuhören. Ich finde, ja, aber Hope, das Schlimme ist, so schlimm wie das ist, ne, auch ich weiß genau, wie das deine Ohren bluten, wenn du dir diesen Mist anhören musst. Aber er ist die Stimme dagegen. Da siehst du mal, wie armselig das ist. Die Stimme dagegen ist Mido. Ja, ganz ehrlich, der Dödel vorm Herrn versucht hier irgendwas gerade zu rücken. Ey, Hope, ganz ehrlich, so doof kannst du doch gar nicht sein. Du hast in den letzten Tagen sowas Geiles gesagt und jetzt, wenn Dennis das jetzt raushaut, das weiß jeder Normalo, da muss man nicht mal in irgendeiner Partei dazugehören, das weiß jeder, dass sie das machen und die Augen davor kann das man doch gar nicht sehen. Nichts gesagt. Na ehrlich, das weiß doch sogar aber ich. Sandra, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch nicht gesagt, dass es doch, nicht so du, ist. Doch, hast du. Du hast gerade gesagt, raus mit dem, weil er gerade so raus emotional mit Mido, reagiert. Ja, sie meint Dennis. Opa Dennis Bullshit, gemeint, ja. Ich habe gesagt, Sandra, Hope meinte Mido. Nein, sie meinte, glaube ich, Dennis. Nein, ich meine Dennis. Ich werde dich auch immer meinen. Dennis hat gerade gesprochen und sie hat gesagt, er gehört runter. Guck mal, jetzt tut Hope so, als wäre Sandra dumm. Ist unverschämt. Nein, Sandra, das hast Mido, du wirklich falsch verstanden. Hope meinte Mido. Hope meinte Mido. Fressen, du Vogel. Also für mich hast du hier oben sowieso gar nichts mehr zu suchen. So ein Düffe, was du lachst, ey. So ein Ganz kurz, nein. So, Sandra, ich muss einmal alles kurz stumm, ganz kurz. Also das, was Dennis gesagt hat, kann ich auch so zu 100% unterschreiben, hat er vollkommen recht. Außer von den drei Schimpfwörtern, die er gesagt hat, davon distanziere ich mich selbstverständlich. So, weiter bitte. Ja, das musst du ja auch als Host, das ist auch alles in Ordnung. Ich bin ja nur Gast. Wenn man mich sperrt, dann ist es eben so. Aber das Ding ist, ich habe nichts dagegen, wenn irgendjemand hierher kommt, der wirklich Schutz braucht, die Jesiden zum Beispiel und wie sie alle heißen. Ich habe da nichts gegen, die sollen hierher kommen. Den würde ich sogar noch in meinem Haus, ich vermiete hier ja auch, ich würde den Wohnraum anbieten, das wäre gar kein Problem. Aber das Problem ist einfach, der größte Teil derer, die hierher kommen, die wollen nur unser Geld, die wollen nicht arbeiten, die wollen nicht nicht irgendwie beitragen zu diesem System. Die wollen nur partizipieren. Die wollen einfach nur unsere Kohle und das ist alles. Ich arbeite, wie gesagt, an einer Stelle, wo ich das jeden Tag sehe. Ich kann gar nicht sagen, wo ich genau arbeite, weil da würde ich ja gleich wieder von Kadi gezogen werden. Ich sage euch aber eins, die Millionen, die jeder Kreis quartalsweise ausgibt für diese Scheiße und diese Millionen, die jeden Tag erschlichen werden, das muss ein Ende haben und das geht nur mit kontrollierter Einwanderung. Leute, guckt die Handys durch, dann wisst ihr, wo die Leute herkommen und wenn irgendeiner erzählt, er kommt sonst woher und seine Mama hat eine Telefonnummer, die woanders ist, dann weißt du genau, dass derjenige lügt. Also raus, gar nicht erst reinlassen. Und dann jetzt möchte ich noch mal was dazu sagen, dass das, was Dennis und Roy sagen, wa, das ist völlig richtig. Dass das aber die Menschen sind, die das aus nächster Nähe mitbekommen, ist auch richtig. Jetzt sage ich dir, dass wir als Normalos, und ich habe eine ganz andere Quelle, wir würden das unter normalen Umständen gar nicht mitbekommen, dass sie ihre Pässe wegschmeißen, verstehst du? Und ich habe das miterlebt, ich habe das wirklich miterlebt und davor kann man die Augen nicht verschließen. Und mich pisst das an. Sandra, bitte, ich muss dich mal unterbrechen. Sandra, ich muss dich unterbrechen, ganz wichtig, ganz wichtig. Jeside aus Dorf.
Pass mal auf, mein lieber Freund. Ich glaube, du weißt gar nicht, was du da eben gerade geschrieben hast. Du schreibst, Dennis Schulz, keiner braucht deine Hilfe von den Jesiden. Spiel dich nicht so auf. Ganz ehrlich, bist du noch ganz sauber? Soll ich mir was sagen? Dennis Schulz ist bei der AfD. Und zwar in einem Amt. Das heißt also, du hast gerade eben die einzige Partei, die sich für das Volk der Jesiden einsetzt, hast du eben gerade richtig niedergemacht. Obwohl Dennis in seiner Äußerung selbst hier gerade eben sagte, dass das Volk der Jesiden, die da wirklich Asyl brauchen, weil sie politisch verfolgt werden, dass diese ausgewiesen werden sollen, aber wir lieber die Leute im Lande behalten, die da schwere Straftaten wie Messerstechereien oder irgendwelche Vergewaltigungen begehen und noch schlimmere Sachen. Diese, die dürfen im Land bleiben, aber das Volk der Jesiden, das soll gehen. Die AfD als einzige Partei setzt sich für dieses Volk ein. Denk mal drüber nach. Wenn du wirklich Jeside bist, dann hast du eben gerade richtig Bock missgebaut. Genau. Naja, Roy, nicht übertreiben. Ich stütze die Theorie von Dennis noch zusätzlich damit, wir dürfen nicht vergessen, ganz aktuell, was ja in den afrikanischen Ländern passiert. Sie nehmen natürlich dankbar die 650 Millionen Hilfe an, aber sind nicht bereit, ihre Illegalen zurückzunehmen. Das allein ist doch schon ein ganz klarer Hinweis, wohin die Reise geht. Ja, warum denn? Ich war in einem Live drin, da waren Leute drin. Dann hast du die Äußerung gehört, die da getroffen wurde, warum sie ihre eigenen Bürger nicht zurücknehmen. Ist höchst interessant, was Scholz da zu hören gekriegt hat, ne? Ja, die sind in dem Moment, wo sie ihr Land verlassen, staatenlos. Das bedeutet, wenn der hier Asyl sucht, auch wenn er hier niemals an dem System beitragen wird, kann er nicht ausgewiesen werden, weil er in seinem eigenen Staat staatenlos ist. Ob er einen Ausweis hat oder nicht, sein Land wird ihn nicht zurücknehmen. Und das ist das große Problem dabei. Und das wissen die alle, deswegen kommen sie hierher und die wissen, dass wir dagegen nichts machen. Ja, und rein finanziell macht es sogar für die Herkunftsländer macht es rein finanziell sogar mehr Sinn. Weil wenn ihre Leute in Deutschland sitzen und dann nicht nur für sich, sondern für ihre Familien die Kohle bekommen und diese zum Teil in die Länder zurückschicken, dann haben sie mehr davon, als wenn diese Leute ihrem eigenen Land auf der Tasche sitzen. Hört ihr mich? Ich muss mal unterbrechen, ganz ehrlich, und das mache ich jetzt im Namen des Hosts. Das ist mir nämlich persönlich wichtig, weil ich weiß, dass der Bengel sich hier jeden Tag extra nur die Zeit nimmt, um uns diese Plattform zu bieten. Genau. Das ist hochwertige Gespräch. Sehr, sehr interessante Gäste, außer Mido, den nehme ich mal raus. So, folgendermaßen sieht es aus. Ich möchte gerne, dass Sie als allererstes mal, und das muss nicht immer Sandra alleine machen. Sandra ist hier nicht der Geldesel der Nation und sie muss nicht alleine immer dafür sorgen, dass hier das Live-Ziel erfüllt wird. Das Live-Ziel ist aber wichtig. Der Algorithmus funktioniert, wie der Algorithmus funktioniert. TikTok ist eine wirtschaftliche App. Von daher gebt mal wenigstens ein bisschen was zurück. Und die Leute, die nichts geben können, die können zumindest liken. Ohne Scheiß. Das ist nicht zu viel verlangt, weil das kostet gar nichts. So, das möchte ich nur mal so als kleinen Einwurf nebenbei bringen, weil ich finde es wahnsinnig heftig, dass Leute sich in Lives reinsetzen, da wenn da einer schreit, oh, danke für die Rose, danke für die Rose, danke für die Rose, da können sie Geld bolzen für irgendwelche sinnlose Matches, da können sie Geld bolzen, aber für wirklich hochwertige Gespräche in der Form der Aufklärung, wo dann wirklich irgendwelche Informationen rumkommen, da kriegt keine auch nur 0,03 Cent für eine pissige Rose raus. Echt, ohne Mist. Okay, super gesagt. Aber halt die Klappe. Ey, wenn du jetzt so irgendwas... Wie redest du, Sandra? Sag mal, wo ist der Haus? Danke euch. Halt die Klappe, solange ich hier drin bin. Dreckiges Miststück. Oh, ey. Hoffnungsloser Fall, Guido. Du bist hoffnungslos. Kein Mist. Ich wollte es gerade nur erzählen. Ich war jetzt vor kurzem in meinem Live drin. Da dachte ich mir, ob ich hier in dem falschen Land lebe. Da haben sich Ausländer, da muss ich noch sagen, ja, Menschen aus einem anderen Land, weil sie sich beschimpft gefühlt haben. Da sage ich, Mensch, wenn ich aus Deutschland in ein anderes Urlaubsland gehe, bin ich auch Ausländer. Das ist kein Schimpfwort. Ja? Und die haben gesagt, die wollen ja eigentlich in Deutschland, das ist alles scheiße und ihr seid sowieso bekloppt hier. Und da sage ich, was habt ihr hier eigentlich zu suchen? Ja, wir sind mit unseren Eltern hier, wir müssen ja hier sein. Die wollen jetzt hier das große Geld machen und dann wollen die eh wieder verschwinden. Sowas
musst du dir anhören. Sowas musst du dir anhören. Und dann fragst du dich, ey, seid ihr noch ganz dicht? Dann verpisst euch doch sofort. Na, wir können doch nicht machen. Also, Leute, ihr habt das irgendwie falsch verstanden. Ihr sollt nicht mir was geben. Da oben, da wo jetzt 10-12 steht, mit dem Sternchen dran. Und jetzt steht 3-100 mit dem Füchschen dran. Das ist das Live-Ziel. Aber da geht bitte drauf. Nicht mir geben, dem Host geben. Weil ich finde es gut, dass wir diese Plattform haben, ohne Mist. Und ich finde, wenn wir uns da in diese Gesprächsform begeben, damit der Host auch irgendwas davon hat. Weil ganz ehrlich, der wird auch bald Falle, der macht das hier nicht nebenbei aus Langeweile. Der möchte natürlich auch ein bisschen wirtschaftlich was davon abkriegen. Weil ganz ehrlich, es ist, wie es ist. Wir brauchen die Wirtschaftlichkeit dahinter, das ist einfach so. Von daher seid mal ein bisschen gnädig und mal ohne Mist. Gebt was zurück. Und Sandra, wehe, ich sehe dich wieder die ganze Zeit spenden. Nee, aber Löwenherz Hallo? Ist eine coole Socke, das ist einfach so. Ja, das ist auch richtig. Warte mal, können wir mal mit dem Gast sprechen, wieder Gas ja, bekommen. Damals Deutschland von den Gastarbeitern Hallo? Aufgebaut. Das ist auffälliger Blödsinn. Die Trümmerfrauen haben Deutschland aufgebaut. Die Gastarbeiter sind erst in den 60ern hierher gekommen. Die sollten Danke. Hier arbeiten. Dennis, ganz ruhig. Dennis, ganz ruhig. Nicht mit diesem die waren Gastarbeiter, die sind hierher gekommen, haben geholfen. Aber die haben nicht Deutschland aufgebaut. Was redet ihr denn da? Danke euch. Haben die, Dennis. Wir müssen mal ein bisschen Ordnung wieder hier reinbringen. Moment. Ich danke euch erstmal, Roy. Dankeschön und vielen lieben Dank für die Geschenke. Aber ich habe hier unten rechts einen Gast, der tatsächlich die ganze Zeit schon wartet und was sagen will. Ich kann deinen Namen leider nicht lesen, weil er auf Arabisch anscheinend ist. Bitte, du bist dran. Ja, der Name ist ein arabisches Wort, das heißt einfach nur so viel wie. Okay, Geduld was möchtest du beitragen? Komm zum Punkt, was möchtest du beitragen? Ja, ich wollte einmal auf den Punkt eingehen, dass mit dem aufgebaut, so von Deutschland so. Und ja, bitte. Dazu wollte ich einfach sagen nur, dass ich arbeite auf dem Straßenbau und dort arbeiten wirklich sehr, sehr viele Ausländer. Und das ist auch eine Arbeit, die nicht sehr schön ist. Und ja, dazu wollte ich nur sagen, dass die auch sehr viel dort arbeiten. Und auch für nicht so gutes Geld. Ich weiß, was er sagen will. Du leistest etwas für die Gesellschaft. Ich danke dir sehr gut. Nicht ich, sondern auch sehr viele Ausländer, auch aus. Ja, das ist doch in Ordnung. Sagt doch keiner was dagegen. Das ist super. Das ist aber sehr guter Punkt. Ja, ich wirklich vor euch den Hut, ganz ehrlich. Ich gratuliere dir, dass du so einen Job machst und finde das auch wirklich toll. Ich finde das toll, dass du dem System beiträgst und wirklich was tust. Du machst aber 1 Milliarde mal mehr als die Fachkräfte, die mir hier versprochen werden, die hier allerhöchstens Fachkräfte für Messerhandwerk und Herzchirurgie sind, wenn sie irgendwo auf dem Bahnhof rumlaufen. Aber sehr, sehr viele Ausländer arbeiten auch da. Und, was ein Lachen. Also bei der Firma, bei der ich arbeite, sind wirklich sehr, sehr viele Ausländer. Und Mido? Ja, warte mal, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich meine, ich finde es ja ganz toll, dein Beitrag. Und ich finde es auch ganz toll, dass du Steuern zahlst. Das ist erstmal sehr, sehr schön. Aber in der Form, wo wir uns gerade drüber unterhalten haben, da ging es um die Trümmerfrauen. Wer Deutschland eigentlich aufgebaut hat. Okay. Es sieht nämlich zum Beispiel so aus, dass sich da diese Trümmerfrauen dahingestellt haben und wirklich mit der Hand, mit in ihren Händen, mit den bloßen Händen erstmal dafür gesorgt haben, dass wir hier nach vorne gekommen sind. Und die restlichen paar Männer, die noch da waren, dabei geholfen haben. Dann geht es darum, dass zum Beispiel 55 dieser Aufbau beendet war und 60 die ersten Gastarbeiter erst gekommen sind. Von daher ist es so, dass es eine Win-Win-Situation war, aber niemand hat sie gezwungen. Sie sind hergekommen, weil sie davon profitiert haben, weil es in ihren eigenen Ländern keine Arbeit gab. Ganz einfaches Schauspiel. Dabei haben sie mitgeholfen, dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber das, was du jetzt eben gesagt hast, das ist eine momentane Situation, die jetzt da gerade ist. Aber leider bist du eine Ausnahme von ganz vielen, die das nicht so sehen. Ja, aber das hört sich nicht so an. Das wollte ich nur dazu sagen. Dass sich sehr, sehr negativ anhört. Obwohl sehr, sehr viele Ausländer die Drecksarbeit auch in Deutschland machen. Und das ist so. Ja, schau dir doch mal an, wie viele von denjenigen, die hier hingekommen sind, wie viele sind bis jetzt in Arbeit? Die dürfen auch arbeiten. Wie viele sind in Arbeit? Nein, die dürfen nicht. Das ist das Problem, Löwenherz. Ja, viele haben das Problem. Hier ist schon mal anzurechnen, dass du hierher gekommen bist und überhaupt arbeitest. Das, also dafür schon mal Respekt. Ja, möchte auch so sein. Hi, Leute. Kann ich auch mal 2 Minuten was sagen oder 1 Minute? 1 Minute. So. Also Leute, ich glaube, was der junge Mann gerade sagen wollte, ist, dass sehr viele Ausländer die Arbeit machen, die vielleicht von anderen oder von Deutschen oder von, ich sag mal, Ausländer, die in Deutschland geboren sind, vielleicht nicht machen wollen. Aber ich finde es.
Ja, okay, stopp mal. So ein Blödsinn, ja, Alter. Ja, stopp mal. Das ist die Wahrheit. Schau mal, ich habe selber... Nee, das ist nicht die Wahrheit. Was für Aufgaben sind das denn? Putzfrauen. Alles. Putzfrauen, mal ganz ehrlich, meine Mutter führt ein Hotel mit 56 Angestellten. Diese 56 Angestellte, davon sind, glaube ich, 50% mit Migrationshintergrund. 50%. Und die arbeiten in hohen und unteren Positionen. Genauso wie es da auch andere Seiten gibt. Darf ich weiterreden oder nicht? Hallo, Nuri, stopp. Ich muss kurz einwerfen, Moment. Das muss ich jetzt machen, das mache ich sonst nie. Creative hat mir gerade 3000 Punkte geschickt. Danke, Creative. Hey, ich bin auch noch da. Krass. Mido, du trägst da nichts Sinnvolles bei. Ich bin der beste Mann. Danke dir, mein Lieber. Du bist der... Nee. Also Leute, schaut mal. Also, mein Vater ist auch in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahren... Wer schickt dem Vogel Punkte? Warte. Sandra, lässt du mich mal ausreden, bitte? Könnt ihr euch mal kurz stumm... Sag mal, Nuri, du bist doch nicht die Sprachpolizei. Jetzt ganz ehrlich, der Host hat sich eben gerade für etwas bedankt, was ein Zuschauer eben gemacht hat. Der weiß nämlich, was zu würdigen. Wenn du dich es anmaßt, dann die Gesprächspolizei zu spielen und zu sagen, könnt ihr euch mal alle stumm, seid du froh, dass du reden darfst. Roy, ich bin die ganze Zeit gestummt. Okay. Ja, das ist mir doch egal. Also jetzt sag mal ruhig, jetzt lass mal kurz ausreden bitte. Ja? Du bist seit einer Minute hier oben. Also Leute. Schaut mal, mein Vater ist in den 60er Jahren hierher gekommen. Ihr schießt ja die ganze Zeit gegen Muslime. Ihr sagt die ganze Zeit, Muslime sind so. Das sind jetzt ungefähr 63 Jahre, wo Muslime hier sind. Was ist es denn negativ? Und weißt du was? Die haben sich angepasst. Das ist die Form der Gastarbeiter, die gekommen sind, um wirklich einen Beitrag zu leisten, die davon auch profitiert haben. Du solltest deinem Papa dankbar sein, dass er dir diese Möglichkeit gegeben hat. Da geht es gar nicht darum, dass sie sich darüber über ihren muslimischen Glauben orientieren oder irgendwas anderes. Es geht darum, dass sie verstanden haben, wie es hier in Deutschland läuft, wie das System selber läuft. Und sie haben sich super integriert. Bis 2015 hatten wir diese Problematik noch nicht mal. Da gab es noch nicht mal mehr diese Problematik, dass man überhaupt da dieses Gespräch überhaupt führen musste. Da war das alles in beste Ordnung. Die Gastarbeiter, die da waren, die da geblieben sind, die haben sich integriert. Das siehst du aber ab 2015 nicht mehr. Roy, aber lass jetzt kurz quatschen und dann verschwindet er ganz schnell wieder. Nido, jetzt red nicht immer dazwischen. Warum lässt ihr das dann an den Muslimen aus? Es liegt doch an unserer Politik. Unsere Politik ist zu lasch. So, verstehst du das überhaupt? Es lässt niemand das an den Muslimen aus. Es geht um den politischen Islam. Du hörst doch nicht mal zu. Verstehst du die Gebrechlichkeit nicht, oder was? Was für politischer Islam? Von was redest du? Du hast dich doch mit Kian darüber intensiv unterhalten. Hat Kian dir nicht erklärt, worum es geht? Danke. Wir reden hier nur über den politischen Islam und nicht über die Glaubensrichtung, Junge. Ja, aber was hat der politische Islam damit... Ja. Nur ganz ehrlich, 5. Klasse Abgang hat bei dir nichts gebracht. Leute, ihr seid so respektlos. Ihr habt wohl vergessen, dass es keinen politischen Islam hier gibt. Das verstehe ich, glaube ich, nicht. Jetzt haben wir zwei Gehirnakrobaten drin. Da kriegst du nur... Warum haut ihr Sachen raus? Kannst du auch mal andere Gäste bitte reinholen? Vielleicht welche, die was Sinnvolles zu sagen haben, beziehungsweise die auch ein bisschen zugehört und was verstanden haben. Ganz kurz. Es ist natürlich, ich gebe Ihnen jetzt nicht recht in dem, was er sagt, aber es ist natürlich trotzdem starkes Ungleichgewicht. Wir sind hier quasi 6-1. Es muss natürlich tatsächlich, müssen wir da auch mal ein bisschen Gleichgewicht herstellen. Ich hole mal jemanden rein. Wir könnten erstmal gut, dass du zwei Personen als eine bezeichnest. Sein, ja, Mido zählt nicht, Mido. Keine Ahnung. Mido zählt nicht. Mido ist einfach nur der Clown, der da ist. Was ist bei dir kaputt? Was ist bei dir kaputt, Sandra? Was? Bei mir ist gar nicht kaputt. Was ist bei dir kaputt? Ich bin doch erstmal nachgeholt. Bullshit raushaust, mal ganz ehrlich. Roy, Sandra und Dennis. So, also Sandra, du sollst dich was schämen. Du hast keine gute Erziehung genossen, ne? Oh, ich stumme mich jetzt gerade kurz mal ganz kurz. Ich muss runterfahren. Hallo Nuri, hör auf, Sandra anzugreifen, sonst gibt's Ärger. Lieber Roy, Dennis, Sandra und Koko. Du sagst, ich greife sie an, ne? Das ist krass. Ja, das ist normal. Also Leute, wir sollen schon... Schau mal, Erik, tu doch mal bitte Mido runter und dann hol jemanden rein, der was beizutragen hat. Vielleicht kriegen wir da noch ein ordentliches Gespräch hin. Ich möchte gerne anfangen, Dennis und Roy. So, schau mal eine Frage jetzt.
Okay, aber warte, ich muss das mal weitermachen. So, bei der Arbeit haben wir so eine Schulung bekommen. Da war so eine Art, keine Ahnung, so ein Versicherungsvertreter, ja, hat man so schön vorgestellt, was so, der wollte uns was verkaufen, so eine Art Renten für, was hast du für Geräusche? Rentenvorsorge, ja, für die Renten. Eagle Gang, ich bedanke mich mal für den Host. Du hast verstanden, worum es geht. Ich danke dir dafür, echt ohne Scheiß stabile Leistung. Okay, Roy, danke. Ich würde gerne weiter erzählen. So, da hat der Versicherungstyp gezeigt, die Differenz in den 60ern war die Differenz 6-7 Mitarbeiter zu einer Rente. Ja, also ein Rentner. 6-7 haben eine Rente bezahlt, ein Rentner. Es waren 60er, 70er. Und die sagen, in 7 Jahren, ist jetzt schon fast so, in 7 Jahren, 2030, ist das Verhältnis 2:1. Da frage ich mich, wie das bitte funktionieren soll ohne Migration. Es sei denn, die Deutschen... Was ein Braindrain ist, Mido. Weißt du, was ist das Problem, du Fussel? Dafür werden die Gelder ausgegeben. Dafür fahren unsere Renten Nullrunden ein, weil wir diese Leute finanzieren, weil sie keinen Beitrag leisten, weil sie einfach nur nehmen. Wie dumm bist du denn? Welcher von diesen Fachkräften für Messerhandwerk partizipiert denn nicht von diesem System? Der zahlt doch keine an, die wollen alle immer Geld haben, Junge. Was redest du denn da? Wer zahlt denn von denen Rente ein? Die kommen hierher, kassieren 2000 Euro im Monat und wir bezahlen das, Junge. Und unsere Ränder gehen zusammen. Dennis, nicht nur du bezahlst, ich bezahle das auch, ja. Aber ich wollte euch nur zeigen, dass die Deutschen selbst schuld sind. Seid ja, Ende. Ist so. Warte mal, Mido, weißt du, woran die Deutschen in, weißt woran die deutsche Regierung selbst schuld ist? Die deutsche Regierung ist selbst schuld daran, dass sie Deutschland als Land so unattraktiv macht, indem sie die Sicherheit auf den Straßen derart hart runterschraubt, dass die Leute auch gar keinen Bock mehr haben, Kinder zu machen, weil eben Zukunftsängste und so bestehen. Nein, und natürlich, nicht, die Leute, die wir hier reinholen, die können Kinder machen, die haben keine Moritz. Zukunftsängste, weil Moritz. Die wissen, dass der Staat sie versorgt. Natürlich hat man da ein Ungleichgewicht. Ja, und deswegen war das Erste, was wir machen, Migration und dann schauen, dass wir es hier wieder sicherer und attraktiver machen für uns. Moritz, warte mal ganz kurz. Mido, pass mal auf. Die partizipieren von unserem System, kommen hier mit keine Ahnung, wie vielen Kindern und wie vielen Frauen an. Da gehen 5.000, 6.000 im Monat über den Tisch. Das versuchen wir als Deutscher zu verdienen. Das kannst du gar nicht. So, Mido, folgendermaßen sieht's aus. Du erklärst mir jetzt erstmal Folgendes. 2015 hat der ganze Scheiß begonnen mit Merkel, dass sie sich über geltendes Recht hinweggesetzt hat. Sie hat sich über das Schengen-Abkommen hinweggesetzt und über das Dublin-Abkommen hinweggesetzt. Damit fing es an. So, du erklärst mir jetzt... Musste es, höre musste zu! Es du erklärst mir jetzt das Schengen-Abkommen. Ey, Rurik. Erik. Hau den Vogel runter und nur Lambo hoch. Also du meinst die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union? Erklär mir das Schengen-Abkommen. Ja, die Freizügigkeit im Schengen-Einkommen, also in der Europäischen Union. Du sollst mir das Schengen-Abkommen erklären. Die Freizügigkeit, freizügig bin ich, wenn ich mich nackig auf die Straße stelle. So, erklär mir das Schengen-Abkommen. Güte, du hast ja Gedanken. Freizügigkeit heißt, du kannst gehen, wohin du willst, innerhalb der Europäischen Union. Bürger eines Landes. Glasgow, mit Respekt hier. Das ist das Dublin-Abkommen. So, Schengen sind die Außengrenzen der Europäischen Union. Pass auf, ich erkläre es dir für dich, kleinen Schwachmaten, ganz einfach. Stell dir vor, du wohnst in einem Mehrfamilienhaus. Unten ist die Haustür. Das sind die EU-Außengrenzen. So, innen drinne jede einzelne Wohnung, das ist das Dublin-Abkommen. Da sind die Wohnungen innen offen. Das heißt, jeder, weil sie sich untereinander vertrauen, lässt seine Haustür innerhalb des Hauses offen. Nun hat man Folgendes gemacht. Man hat sich über das Schengen-Abkommen hinweggesetzt. Das heißt, man hat sich unten erdreistet, die Haustür offen stehen zu lassen und unkontrolliert jeden reinzulassen, der da kommen mag. So, diese Leute haben sich dann im Dublin-Abkommen innerhalb der europäischen Grenzen dann frei durch die Wohnung bewegt und haben Scheiße gebaut, sodass das Vertrauen verloren gegangen ist. Ja, und wir bezahlen die ganze Kacke noch. Die kommen hierher, verwüsten, machen Scheiße, vergewaltigen, gehen klauen, machen sonst irgendwas und zünden Autos an. Und wir bezahlen denen noch den Wohnraum, Alter. Das ist der große Hammer. Abschieben, lieber Dennis. Das, was du erzählst, lieber Dennis,
ist nur ein Teil, vielleicht 1% der Leute, die so eine Scheiße bauen. Ja, das reicht, ja, wenn 10% Scheiße bauen. Schmeiß den mal raus und bring mal jemanden rein, der Ahnung hat. Warum? Schmeiß den mal raus, der ist die ganze Zeit drin und hat immer noch nichts verstanden. Also der kann man echt eine Schallplatte immer und immer wieder neu auflegen. Das reicht doch schon. Ja, ich wollte gerade wissen, also wenn ich die Grenzen aufmache, Flüchtlinge aufnehme und 10% davon machen mein Land kaputt, dann muss ich doch die Grenzen zumachen, oder was? Ja, aber warum machst du das dann nicht? Warum machst du das dann nicht? Löwenherz, hol diesen Menschen bitte nicht mehr hoch. Der ist schon in anderen drei Lives richtig negativ aufgefallen. Das ist der letzte Assi. Hör auf damit, den da hochzuholen. Und ja gut, FC Bayern ist gerade auch nicht geil, aber... Das ist der Quoten-Video. Entschuldigung. Kein Problem. Ich bin da unten, Kalong, Slava, Ukraine, was ist das denn schon wieder? Warte mal, haben wir da unten einen von den, in Anführungszeichen, Freiheitskämpfer der Hamas, so wie das unten links aussieht, ne? Hamas und eine Palästina-Fahne. Was sagst du zu der Hamas? Hamas oder was? Dennis? Lamu, hast du Bock hochzukommen? Dennis? Ja, ich höre. Okay, ich würde dich gerne was fragen. Findest du, dass diese Immigranten, was hierher kommen, in ihr Land zurück, also in ein Kriegsgebiet zurückfliegen dürfen, um Urlaub zu machen? Nein! Ja, wer in sein Heimatland fliegt, um Urlaub zu machen, kann da bleiben, Alter! Genau, ja, dann können die Ukraine auch dort bleiben. Aber Hauptsache bei unseren Ländern Urlaub machen, ne, Dennis? Du misst mit zweierlei Maß, das ist das Problem. Nein, erst kommt Lambo hoch, Lambo. Du sagst, man misst mit zweierlei Maß. Dann frage ich dich folgendermaßen, wenn sie dann aus einem Kriegsgebiet kommen. Urlaub macht, der muss wegbleiben. Wenn ich in mein Heimatland kann, wo angeblich Krieg ist, dann muss ich nicht woanders Asylkohle beantragen. Ja, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Aber in Deutschland wird mit zweierlei Maß. Was ist denn das für eine Frage, Alter? Ja, dann geh mal und ruf mal im Landratsamt an von deiner Stadt. Also, und so, Kabu, pass mal auf, hör mal zu jetzt. Jetzt mal, und bitte nicht unterbrechen. Und da hast du das Richtige angesprochen. Du sagst Landratsamt anfragen. Alter, ich arbeite im Kreistag, ich bin Abgeordneter, ich weiß die Zahlen. Und deswegen rege ich mich so auf, wenn ich so eine Scheiße höre. Ich weiß, wie viele Millionen wir jedes Quartal bezahlen. Das sind Millionen. Millionen gehen pro Kreis jeden Tag oder jedes Quartal dafür drauf. Nur für diese Scheiße. Und dann fliegen die in ihr Heimatland, machen Urlaub, kommen wieder und passen jetzt wieder Kohle. Und das sind die Ukrainer, das sind alle anderen, das wissen alle und keiner. Hier bevor FC Bayern was sagen wollte, ich gebe dir recht. FC Bayern, ihr macht jetzt Scheiße, höre ich mir nicht mehr an. Ja. Ihr seid jetzt mal ganz schnell alles Dennis, für jeden, der hier im Live zuhört, der von außerhalb zuhört oder aus anderen Lives, was ich schon zigmal erklärt habe, hört auf, uns dafür zu kritisieren, dass wir ausrasten. Diese Menschen, die hier sprechen, die haben tagtäglich mit Idioten zu tun und die dürfen auch mal ausflippen, mal ganz ehrlich. Das kann man sich doch nicht jeden Tag aufs Neue geben. Ja, und das sind ehrliche Menschen und die muss man nicht zurechtweisen. Nur so, Sandra, warte mal ganz kurz, bitte. Kabu, pass mal auf. Folgendermaßen. Die Leute, die hierher kommen, die flüchten vor irgendwas. Oder sie erwarten irgendwas. Sie flüchten entweder vor Krieg oder erwarten in Deutschland ein besseres Leben. Sie kommen dann also jetzt her und sehen dieses Land und machen an der Grenze aber Folgendes. Normalerweise das Päckchen, sprich der Krieg oder diese Ungerechtigkeit, die sie in ihrem Lande erfahren, das ist ein Päckchen. Stell dir das so vor, wie ein Päckchen, was man mit sich trägt. Sie kommen in dieses Land und lassen es an der Grenze aber nicht stehen, dieses Päckchen, sondern sie nehmen es mit. Und das ist das eigentliche Problem. In dem Moment, wo du dieses Päckchen mitnimmst und da zum Beispiel dafür sorgst, dass du die Undankbarkeit zeigst, in dem Moment, weil du vielleicht einen anderen kulturellen Hintergrund hast und da vielleicht anders zum Beispiel mit Frauen umgehst oder zum Beispiel das Sozialsystem gar nicht so richtig kapierst und nur davon profitierst und nicht verstehst, dass du auch in dieses Sozialsystem einzahlen musst, damit dieses Sozialsystem überhaupt bestehen kann.
entsteht ein ganz starkes Ungleichgewicht. Du kannst es auch folgendermaßen vorstellen. Stell dir Deutschland vor wie eine Batterie. Eine Batterie, wo welche saugen an der Batterie und wo welche die Batterie füttern. Dieses Ungleichgewicht ist so groß, dass jetzt so viele an dieser Batterie saugen und zu wenige die Batterie füttern, dass die Batterie rein faktisch leer ist. Wir können nicht mehr. Das heißt, leer, mit leer meine ich Wohnraum, mit leer meine ich Sozialleistungen, mit leer meine ich dann auch all das, was da gebracht werden muss, um dieses System am aufrechterhalten zu können. Und das ist der springende Punkt. Punkt. Ja. Warum nimmt man dieses Päckchen mit ins Land, wenn man vor diesem Päckchen doch eigentlich geflüchtet ist? Erklär mir das bitte. Ja, erklär ich dir. So wie du jetzt redest, das hört sich an wie jemand, der was mal vor 1933 geredet hat. Was und Gott, ist das ein Vollidiot. Das hat wenn du hast hier mit 1933 vergleicht, ist es nicht wert für diese Diskussion. Dass in Deutschland das Sozialsystem so ausgelegt ist, dass es ausnutzbar ist. Dafür kann niemand was. Da wo du herkommst. Jeder, der es ausnutzt, kann also, da was für. Du kaufst mal das Hirn und dann reden wir weiter. Nee, Löwenherz, das ist eine Ansage. Die Leute kommen hier einfach hin und verhalten sich wirklich unmöglich. Also man sieht es auch wirklich in den Straßen und alles. Aber findest du jetzt, also jetzt wirklich ernst gemeint, findest du nicht oder ihr findet ihr nicht, dass man eher, ich meine, wenn ich mir diese Leute anschaue, ich sehe Traumatisierte, klar, sie sind unzivilisiert meistens, aber die haben, es hat halt einen Grund. So Emi, warte mal, so Emi, darauf möchte ich eingehen. So Emi, jetzt direkt an dich. Nein, warte mal, direkt an dich. So Emi. Bevor du politisch eingehst, möchte ich mal fragen. Sandra, ganz kurz. Warte, Leute. So Emi, du auch. Stopp. So Emi, du auch. Warte. Also, du hast jetzt was angeführt. Und Roy möchte auf das, was du angeführt hast, bitte eingehen. Bitte nimm das jetzt an und Roy, bitte geh darauf ein. Ich muss es nur ein bisschen damit ein bisschen aber er soll mich Roy, bitte. Ja, kannst du. Er geht darauf so, ein. So, Emi, du kannst sofort weiter darauf eingehen, weil aber es ist schon eine Ausdrucksweise gefallen, die man da so nicht stehen lassen kann. In einer mitteleuropäischen Gesprächskultur sieht es ganz einfach so aus, dass man diesen Einwurf dann zulassen muss, gerade wenn es eine bewegte Unterhaltung ist. Pass auf, aber wenn du sagst, dass diese Menschen hier in das Land kommen und dann diese traumatisiert sind und wir dafür Rücksicht haben sollen, dass sie zum Beispiel kulturell anders aufgewachsen sind, zum Beispiel in ihrer Form, wie sie mit Frauen umgehen oder auch da sehr, sehr heißblütig sind mit dem Umgang mit dem Messer, um das mal so auszudrücken, müssen wir dafür kein Verständnis haben. Das nennt man Integration in die falsche Richtung. Wenn du in dieses Land kommst, um da vor etwas zu flüchten, dann hast du dich zu 100% zu integrieren. Ansonsten zeigst du keine Dankbarkeit, sondern zeigst eigentlich nur, was du da willst. Nämlich einfach nur dein eigenes, was du da in diesem Land... Dass man damit leben kann, was in diesem Land passiert. Und bei uns ist es nun mal so, dass wir eine Demokratie haben, jedenfalls offiziell. Und bei uns sticht man nicht irgendwen ab, bloß weil man gerade Bock darauf hat. Und bei uns klaut man nicht bei Aldi, weil man es kann. Was hast du aus dem Ausland gemacht? Das Tiere jetzt oder was? Wenn ich irgendwo hinfliege in den Urlaub, dann passe ich mich auch an. Abstempeln. Egal, Jugendliche können nichts dafür, für das, was sie sind. Was sind das für Vorteile, die so, Emi, du sagst, Jugendliche können nichts dafür. So, Emi, du sagst, Jugendliche können nichts dafür. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Die können auch ab 14 Jahren einen Knall. Weg damit, einsperren. So, Emi, pass auf, folgemaßen, du sagst, dass Jugendliche nichts dafür können. Aber ich frage dich, von wem wurden diese Jugendlichen erzogen? Ja, so Emi, von wem wurden diese Jugendlichen erzogen? So Emi, von wem wurden diese Jugendlichen erzogen? Von ihren Eltern. Aber diese Eltern geben also das, was sie an Problematiken haben, an ihre Kinder weiter. Merkst du was? Moment, so Emi, du auch. Moment, guck mal, hallo, Abonné, warte, du auch. Moment, ich gebe jetzt diese Plattform und ich finde das Gespräch wichtig und wir sollten das führen. Aber Roy, auch bitte an dich, sie ist ein junges Mädchen, weißt du, wir brauchen nicht schreien, wir können normal reden,
Man muss nicht alle übertönen. Wenn du der Einzige bist, der mit ihr redet, okay, aber dann ein bisschen ruhiger, weil es ist sehr, sehr anstrengend, wenn alle schreien. Es ist ein junges Mädchen, auch wenn sie viele falsche Sachen sagt, müssen nicht alle auf sie einschreien. So, bitte, ihr könnt euch alle wieder laut machen. Ja, aber dann lass mich doch mal kurz mit ihr sprechen und alle sind mal stumm. Super, wenn alle stumm machen, nur eine Person redet auf laut. Ich würde gern mal allgemein ihre Meinung hören, was sie jetzt zu sagen hat, ohne dass alle einpreschen. Also meine Meinung dazu ist, also ich sehe diese Problematik hier in Deutschland auf den Straßen, aber ich sehe das halt, was das sind wirklich, also das sind meistens 16, 14-Jährige und ich weiß, das mich, ist... Mich würde jetzt aber tatsächlich erstmal interessieren, okay, bevor wir uns über diese Thematik unterhalten, wie alt bist du? Woher kommst du und wie kommst du jetzt zu deiner Meinung? Mal ganz ehrlich, mal, einfach ganz ehrlich. Also ich bin 19, ich wohne in Stuttgart, aber ich habe auch sehr viel Zeit in Amerika verbracht, mit meinem Vater, weil er dort gelebt hat. Und einfach, ich sehe es auch da, in Amerika, wenn man sich wirklich Amerika mal anschaut, da klappt es wirklich sehr gut, dass man, da werden nicht die Flüchtlinge und allgemein Leute, die von anderen Ländern kommen, verurteilt, aber da sucht man wirklich, klar, in Amerika ist alles ein bisschen anders, aber da wird wirklich versucht, dass man da so einen Melting Point findet und da kann wirklich jeder friedlich zusammenleben und da tut, klar, da sind auch aggressive und wie soll ich sagen? So, Emi, ich kann mir das leider nicht anhören, weil das ist schon wieder totaler Blödsinn. Ganz ehrlich, wenn du von Amerika redest, ne, dann haben die Amerikaner also kein Problem mit Mexiko. Mit dem die mexikanische Grenze spielt keine Rolle. Stopp, mal ganz kurz was dazu sagen. Mensch, oh, Leute, bitte. Sandra, bitte jetzt mal nicht unterbrechen, das ist wichtig. Jetzt lässt du mich mal reden, jetzt bist du mal still. Sandra, bitte mal kurz. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Mein Gott, ey. Oh, Suemi, jetzt mal ganz ehrlich, du bist jetzt aber hier in Stuttgart und du hast doch sicherlich auch Freunde kennengelernt, richtig? Du musst dich jetzt stumm, um mir zu antworten. Und mit denen kannst du ganz gut, das sind ja Deutsche wahrscheinlich. Ja. Also ist das doch nicht alles so verkehrt, was hier stattfindet? Was genau meinst du jetzt? Na, du hast deutsche Freunde und die tun dir doch gut, oder nicht? Ja, aber ich habe nicht nur deutsche Freunde. Ich habe, ich hatte wirklich die Gelegenheit. Hä? Darf ich auch mal was sagen? Ach, mach doch. Ach, ich gebe es auch. Nur mal unter uns. Du hast gerade die USA als Beispiel gebracht. Du weißt schon, dass wenn in den USA ein 13- oder 14-Jähriger ein Kapitalverbrechen begeht, dass der sofort nach Erwachsenenstrafrecht abgeurteilt wird. Und hier kannst du als 21-Jähriger jemanden umlegen und kriegst Bewährung, weil du traumatisiert bist. Das ist in Amerika ein himmelweiter Unterschied. Okay, ja, das stimmt. Also es sieht auch so aus, dass du da zum Beispiel ein ganz großes Problem mit den Einwanderern hast. Da hast du ein ganz großes Problem mit den Einwanderern in Form der Mexikaner. An der mexikanischen Grenze. Kannst du dich noch entsinnen, was zum Beispiel, das solltest selbst du wissen, was da Trump vorhatte, diese Riesenwand da zu ziehen und dass da ganz viele Mexikaner an der Grenze standen. Kannst du dich daran noch entsinnen, zu sagen, dass die Amerikaner kein Problem mit Einwanderung haben? Das ist jetzt mal ganz ehrlich an den Haaren herbei. Ich habe nicht gesagt, dass die kein Problem mit einem. Ganz kurz, Sandra hat vollkommen recht. Stopp. Auch du, Suemi, ruhig. Du verstehst das nicht. Das ist ein junges Mädchen, Roy. Sandra hat vollkommen recht. Das ist ein junges Mädchen. Selbst und das ist das Problem. Sagt, dieses junge Mädchen hat halt eben kein Wissen, weil sie da eine ganz Ideologie hat. Da müssen das ist genau der Punkt. Ja, dieses Wissen hat sie von ihren Eltern. Und darum geht es. Da müssen nicht drei Leute auf sie einschreien. Das ist ja ein Sturm. Ganz kurz, Roy. Dieses Wissen habe ich nicht von meinen Eltern. Ich habe dieses Wissen noch nicht so weit wie da bin ich so dankbar, dass ich so privilegiert bin, dass ich das erleben kann. Ich bin viel gereist, habe viele verschiedene Kulturen richtig kennengelernt. Ich bin nicht nur gereist und bin mit mir selber und meinen Freunden geblieben, sondern habe wirklich auch Einblick in verschiedene Kulturen, also richtig bekommen. Und deswegen. Es tut mir leid, das ist nicht böse euch gegenüber gemeint, aber die war zu jung, die hat das nicht begriffen. Das ist nicht böse. Sandra, was du aber nicht begreifst, ist,
dass genau in dieser Altersregion ganz viele Problematiken herrschen. Und weil diese Altersregion, ich rede jetzt nicht von ihr als Person selbst, sondern von der Altersregion, da sieht es nämlich ganz einfach so aus, dass in diesem Alter wirklich ganz viel Schindluder getrieben wird. Es ist nämlich so, dass diese Leute von ihren Eltern genau so, Sandra, höre bitte zu, es geht einfach darum, dass diese dass viele Jugendliche von ihren Eltern erzogen werden und nicht in die richtige Richtung der Integration, sondern in die falsche Richtung. Und das ist ein Problem. Du siehst hier zum Beispiel bei den Jugendlichen ganz hohe Straftaten, die ein sehr hohes Ausmaß angenommen haben. Wenn ich damals zum Beispiel an meine Zeit gedacht habe, wenn ich 18, 19 war und mir ging jemand auf den Pisser, den habe ich ihm das Gesicht poliert, 100%. Aber ich habe kein Messer gezückt. Ja, nein, wenn du recht bei diesem Thema hast, gebe ich dir auch recht, dann ist das so, ja, aber ich habe... Wieso kriegt der Typ hier, ohne auch nur ein Wort zu sagen, ein Geschenk nach dem anderen? Ich hab ihr zugehört. Die hat Freunde in Deutschland. Wahrscheinlich pro Hamas und Palästina-Fahne. Das war ja schon mal eine Frage. Dann bekommt ihr auch was. Das ist so eine typische Jugendliche, die auf Disco geht und säuft. Die macht sich immer... Und Roy, der bleibt hier drin, weil ich krieg 30% davon. Ja, ist ja richtig so. Ich finde das trotzdem kacke, Alter. Nein. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich brülle mir hier die Seele aus dem Hals. Und ich habe mal gerade 1,4 Grad stehen. Warum? Mach doch mal stumm. Das ist ja krass, dass ich einen Roy stumm schalten muss, dass ich mal reden darf. Mein Gott, ich meinte das gar nicht böse, wirklich nicht. Ich habe aber bei ihr erkannt, und ich bin auch eine junge Jugendliche mal gewesen, die hat den Blick nicht dafür. Nein, die wird von ihren Eltern nicht dazu hingezogen. Die hat junge deutsche Freunde, darauf ist sie genauso stolz. Die geht einfach nur feiern und hat Bock an Feiern und Saufen. Die ist nicht so, die ist nicht so weit schon in diesem Thema drin wie wir. Das interessiert sie gar nicht. Es geht doch nicht um sie, es geht um die Aussagen, die sie getroffen hat. Sie ist doch nicht das Sinnbild des Problems. Du musst richtig zuhören, Sandra, ohne Scheiß. Es geht dabei nicht um sie. Es geht um die Thematik dabei. Die Thematik, die sich darstellt. Wenn sie zum Beispiel sagt, ach, guck mal hier, ich habe in Amerika gelebt, da klappt das wunderbar. Dann hast du schon zwei Probleme, wo Dennis einmal hochgefahren ist, wo ich einmal hochgefahren bin, wo man sagen muss, das geht nicht. Die Flachmatte wieder rein. Hast du genauso gesehen wie ich. Es ist kein anderer da, hier, Moritz. Ja, dann lass ihn noch mal raus und lass mit den anderen mal reden. Wir haben genug andere Gesprächspartner. Kann ich das schon mal was sagen? Ja, tut mir leid, dann habe ich halt gerade falsch verhandelt. Das ist halt einfach so, tut mir leid, ja, aber nee, ich habe es nicht gegeben. Ja. Gottes Wille, Alter, was ist hier los? Ich habe mal eine Frage. Leute, ja, Leute. Das ist halt so, aber ich habe es anders gesehen. Es tut mir leid. Leute, hört ihr mich? Ja. Hallo? Ja. So, ich habe mal eine Frage an euch allgemein, weil ihr habt ja das ganze Zeit die Thema Migration, Integration und allem drum und dran. Was ist denn für euch, was wäre denn für euch optimal das Beste, was passieren könnte? Einfach mal nur so. Man hört halt die ganze Zeit immer nur dasselbe, aber so wirklich zum Punkt kommt ihr gar nicht, eigentlich, um mal ganz ehrlich zu sein. Halt die Klappe, verschwinde. Was? Hast du gerade, meinst du mich oder was? Ja, ich meine dich, ja, verschwinde. Warum? Kommst du mit einer normalen, legitimen Frage nicht klar? Nee, ich höre dich schon reden und ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Nein, warum? Du, ich bin der Meinung, ich bin besser integriert als du selbst in deinem eigenen Land. Was? Lustig, ne? Guck mal, im Endeffekt ist es so. Habe ich eine Frage an dich. Weißt du, was Free Palestine heißt? Ja, ich bin Palästinenser. Ich weiß, was es heißt. Renne so schnell du kannst. Ja, dann weißt du noch, dass Free Palestine ein Aufruf an den Genozid an den Juden drüben ist. Free Palestine heißt, Palästina von Israel zu befreien. Deine Auslegungen sind deine eigenen kranken Fantasien, glaube ich. Genau mal. So. Du übertreibst genau da. Boah, ey, Sibum, schau doch selber nach die Definition von Free Palestine. Du wirst sehr, sehr viele finden, die da übereinstimmen. Das, ja, wovon denn sonst? Von der Hamas befreien? Nie im Leben. Es ist ganz klar, dass es um Israel geht, wenn man über Free Palestine redet. Okay.
Ja, okay. Mit euch rede ich nicht. Dann wenn, ich wenn man über Free Palestine redet, redet man über Free Palestine. Ich bin raus. Ey, das heißt Free Palestine und nicht Free Hamas. Sogar die linksextreme Amadeo-Antonio-Stiftung hat das zugegeben. Ja, natürlich. Ich sag mal den Typen mit seiner Jalla-Musik raus, ey. Ey, sogar die linksextreme Amadeo-Antonio-Stiftung hat gesagt, Free Palestine ist für die Auslöschung der Juden da drüben. Sogar okay, die haben das zugegeben und das ist eine linksgrüne Stiftung. Was für euch denn optimal wäre? Also ich meine, warum könnt ihr mir darauf keine Antwort geben? Das war echt eine vernünftige Frage. Weißt du, wofür ich bin? Ich bin für eine Zwei-Staaten-Lösung und da ist Free Palestine und Free Israel in beiden Sachen erwähnt. Zwei-Staaten-Lösung, Punkt, Ende, aus. Frieden und Ruhe. Okay. Keine Waffen, kein Krieg, kein nichts. Alles gut. Aber trotz all dem, ich meine, ich komme ja hier rein, ich versuche ja ein normales Gespräch mit euch aufzubauen. Die eine sagt, ich soll mich verpissen, der andere will mich nicht ausreden lassen. Deswegen ist meine Frage einfach nochmal an euch, ja, was ist denn für euch eine vernünftige Lösung, was Integration hier in Deutschland angeht? Einfach nur mal so für mich zu wissen, wie ihr das Ganze. Eine vernünftige Lösung für Integration. Guckst mal Hand aufs Herz, ohne rumzuschreien. Ja, ohne dann lass doch antworten. Ja, dann lass doch antworten. Dann bitte. Eine vernünftige Form für Integration ist, sich an die Gegebenheiten dieses Landes zu halten, da in diesem System seinen besten Beitrag zu leisten, nicht nur das eine rauszuziehen, ohne das andere zu geben, dann auch die kulturellen Eigenschaften dieses Landes da zu akzeptieren, zu tolerieren, da fängt es erstmal in größten Zügen an. Das für mich bedeutet Integration. Alles klar. Okay, unterschreibe ich. Habe ich kein Problem damit. Roy, eine Sache an dich, ganz kurz. Ich bin hier geboren, ich arbeite, ich war bei der Bundeswehr, ich habe gedient und trotzdem werde ich hier angegangen von dir und Sandra. Jetzt sag mal mir bitte. Also Nuri, ich habe dich erstmal nicht angegangen. Ich danke dir erstmal auch für deinen Beitrag, gerade für den Bund selbst. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass du, oder solltest auch selbst du stolz drauf sein, dass du diese Zeit noch miterleben durftest, dass es da nämlich eine Wehrdienstpflicht gab. Ich finde, dass man da auf jeden Fall stolz drauf sein sollte. So, aber du bist denn ein gutes Beispiel für gute Integration. So wie ich das sehe hier, du zeigst dich hier in einem Bild mit Anzug allen drum und dran. Ich denke mal, Integration hat bei dir sehr gut hingehauen. Andere Sachen, da können wir jetzt drüber diskutieren, aber in der Form der Integration, glaube ich, klappt das ganz gut bei dir. So, aber es gibt leider auch den Prozentsatz und der ist nicht unerheblich hier in Deutschland. Da haut das eben nicht hin. Und da ist es eher im Gegenteil für uns hier in Deutschland sehr schadhaft. Auch für dich. Dadurch, dass du sogar sagst, so wie ich das sehe, bist du 35, 40 Jahre alt, irgendwas in dem Dreh. 32, ich meine, da hast du dich aber gar nicht so gut gehalten, aber egal. Punkt aber an dem ist, dass du auf jeden Fall da auch die Zeit vor 2015 noch miterlebt hast. Du hast, denke ich mal, vor 2015 gar nicht diese Problematiken auf dem Tisch gehabt, wie sie da jetzt zum Beispiel so herrschen. Aber weil, seien wir mal ganz ehrlich, am Ende sieht es ja auch so aus. Diese Leute, die hierher kommen, die haben ja auch ein gewisses optisches Bild. Dieses optische Bild, das wird dann zum Beispiel auch mit den Gastarbeitern von damals verglichen, weil niemand auf der Stirn irgendeinen Stempel hat, wo drauf steht, ich bin guter, ich bin Gastarbeiter gewesen, ich habe einen Beitrag geleistet. Oder ich bin schlechter, ich habe ein Messer in der Tasche und ich möchte eigentlich diesen Staat nur ausnutzen. Diesen Stempel, den gibt es halt nicht. Ich finde sogar eher, dass es auch ganz, ganz unfair, gerade in eure Richtung ist, dass man durch diese Leute, die das so verunglimpft haben, euch mit in ein schlechtes Licht drückt. Finde ich höchst problematisch. Ich wundere mich aber gerade aus dem Sachverhalt heraus, dass man da nicht gemeinsam dagegen die Leute agiert, die wirklich dann dieses System mehr als schadhaft benutzen. Wenn ich zum Beispiel sehe, nehmen wir das Beispiel Sonnenallee vor kurzem, was da passiert ist. Ganz ehrlich, da sind Jugendliche rumgelaufen. In dieser Altersgruppe, die ich da vorhin angesprochen habe übrigens, Sandra, da geht's für mich los. Die da rumlaufen, dann irgendwelche Mülltonnen anzünden, Scheiben einschlagen, auf Kinder Blitzknaller werfen, die Staatsgewalt nicht akzeptieren, weil sie einer eigentlichen Ideologie hinterherlaufen, die sie selber noch nicht mal kapieren. Das ist ja das Allerschlimmste dabei. Dann sehe ich dann auch gerade, warum eigentlich, und du wirst lachen, als das am 7.
Oktober passiert ist, habe ich am 8. Oktober gesagt. Und passt auf, schaut bitte als allererstes nach Neukölln. Da knallt es als erstes. Warum habe ich das gesagt? Das kommt ja auch noch mit dazu. Integration beginnt auch dabei, wenn ich mich nicht zusammenrotte mit den sogenannten Gleichgesinnten und mich dann in einen Stadtteil verpisse. Ganz kurz an den Host. Ich möchte mich gerne verabschieden. Ja, danke, Roy, danke, Dennis. Und danke, Schirmherr, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich würde jetzt gerne mich verabschieden und ich bin jetzt raus aus der Nummer. Danke, Sandra, danke, dass du da bist. Mido, du hältst schön die Fresse, weil sonst bin ich schnell wieder oben, als du dich bereitstellen kannst. Tschüss, Sandra. Sandra, wir hören dich viel später, ne? Ich würde gerne Maria Josef Leute, ich hoffe, du hast einen Mann, wo dich richtig erzählt, Sandra. Gute Nacht, Sandra. Roy, ich war noch gar nicht fertig. Schau mal, Roy. Schau mal, wegen der Sache, wegen der Integration. Als erstes, also, ich habe freiwillig gedient, ne? Ich war kein Wehrdienstpflichtiger. Das Nummer eins. Nummer zwei, Leute, ich musste mich doch nie integrieren. Ich bin doch hier geboren. Ja, umso besser. Und das ist eben der Punkt. Ja, aber weißt du, was das Schlimme ist? Das wissen die Leute nicht, Doppelmoral, die dich Roy. Anschauen. Was die Leute, Roy, sagen, Roy, ich probiere jetzt zum dritten Mal zu reden, aber du unterbrichst mich doch jedes Mal. Du biegst ja die Sachen raus, die du gerne haben willst, und den anderen Rest schaltest du einfach aus. Das geht doch gar nicht, Roy, ja? Da sind 100.000 Leute in Deutschland haben demonstriert, ja? Und da sind zwei, drei Idioten da drinnen und die nimmst du jetzt als Begründung für die Hunderten Tausend? Zwei, drei Idioten. Sag mal, hast du gesehen, was in der Sonnenallee los war? Hast du gesehen, was auch in anderen Städten los war? Hast du gesehen, was da passiert ist? Was ist da passiert? Hast du gesehen, was in Palästina passiert die ganze Zeit? Diese 5.000, fast 5.000 Kinder. Was ist da passiert? Sollen wir alle die Fresse halten oder was? Du weißt du was? Es gibt angemeldete Demonstrationen. Da fängt das erstmal an. Wieso muss man dann aus einer Versammlung, einer sogenannten Demonstration, eine Versammlung machen und da dann zum Beispiel Straftaten begehen? Hinter dir stehen, okay? Aber du bist derjenige, der mir gerade total tierisch auf den Sack geht. Du versuchst gerade etwas zu verharmlosen, was nicht zu verharmlosen ist. Wenn ich mir da anschaue, was da zum Beispiel in der Sonnenallee passiert ist, mal ganz ehrlich, dass da 60 Polizisten in eine Nacht angegriffen wurden, obwohl die rechtliche Grundlage eindeutig klar ist, die nicht verhandelbar ist, die einfach da im Gesetzesbuch so drinnen steht und sich die Leute dann da zusammenrotten und da dann irgendwie wilde Sau spielen. Mal ganz ehrlich, selbst wenn du einen Blitzknaller wirfst, du Pfeile, ist das schon verboten. Weißt du was? Deswegen dürfen wir erst am 27. anfangen mit einem Feuerwerk, was wir da starten dürfen. Was du bist total Rest? Glatt. Du hast keine Lieber Ahnung, Roy. Bist unwissend. Ahnung. Und ganz ehrlich, wenn du für irgendwas Roy, bist, dann mach das irgendwo anders, aber geh mir nicht auf den Piss. Ganz ehrlich, Roy, du bist mir intellektuell nicht gewachsen, du bist mir geistig nicht gewachsen und das Einzige, was du hier kannst, ist irgendein Scheiß von dir geben. Das, was bei dir aus dem Mund fällt, fällt bei mir aus der Mitte des Körpers. Und weißt du, was mich am meisten freut? Dass meine Stimme dafür sorgt, dass dich kein Schwein hört und mich jeder. Du bist ein Niemand. Okay, lieber Roy. Okay, warte, bitte werf diese beiden Leute endlich raus. Die machen nichts anderes als hier nur stören. Die Leute nerven, bitte werft sie raus und lasst sie nicht mehr rein. Stefan, das kannst du nicht machen, weil so blöde, wie sich das anhört, du brauchst die Stimme dagegen. Ansonsten läuft der live nicht. Total bekloppt, ne? Roy, du musst beide Seiten sehen. Das wollte ich dir sagen damit, okay? Du musst beide Seiten sehen. Du kannst doch nicht sagen, dass 100.000... Ich rede von den Seiten. Ich habe nicht gesagt, in der Masse. Höre richtig zu. Ich sage in der Sonnenallee. Wenn ich in die Sonnenallee schaue, sehe ich da etwas. Wenn ich dann zum Beispiel Leute sehe, die da einzeln Baklava verteilen auf diese Sache hin, dann sorgen sie dafür, dass die Masse in Verunglimpfung geht. Warum sorgst du dann nicht dafür, diese Leute anzuprangern? Warum hast du nicht mal darüber nachgedacht? Das ist doch eigentlich das, was dann das Richtige wäre. Du solltest nicht mich angreifen, weil ich die Fakten aufzähle. Du solltest die Leute angreifen, die da beispielsweise dafür sorgen, dass die ganze Masse dann damit in Verunglimpfung gezogen wird. Weil in der Sache sieht es so aus, wenn von 100 Leuten da die demonstrieren gehen und 10 Leute Scheiße bauen, haben 10 Leute für
100 Leute die ganze Demo versaut. Hast du Angst davor, was ich sagen will, oder was? So ist das. Ich bin deine Meinung, ganz kurz mal. Ich bin deine Meinung, die will hier keiner. Scheiße bauen, da. Wir müssen abgeben und tschüss. Das ist hundertprozentig unkorrekt. Hast du recht, Roy. Aber was ist mit dem Rest? Magst du, dass jeder nochmal einen redet? Roy, warum erwähnst du den Rest nicht? Warum redest du nur über das Negative? Erwähnt doch mal die andere Seite. Weißt du, du hörst gar nicht zu. Du hast zugehört. Pass auf, hör mal zu jetzt. Ich erkläre es dir nochmal ganz kurz bündig. 100 Mann gehen demonstrieren. Von diesen 100 Mann benehmen sich 10 Mann scheiße. 10 Mann haben dafür gesorgt, dass 100 Mann umsonst demonstrieren gegangen sind, weil jeder, der dann noch in der Demonstration ist, nachdem die 10 Mann dafür gesorgt haben, dass sie diese Scheiße gebaut haben und die 100 Mann mit verunglimpft haben, hat die Polizei gesagt, wisst ihr was, Demonstration aufgehoben, Feierabend, ihr sollt euch jetzt auflösen. Und dann geht das richtig los. Und dann werden nicht nur die 10 Mann verfolgt, sondern die 100 Mann. Warum gehen dann die Leute, die da zum Beispiel vernünftig demonstrieren wollten, nicht auf die 10 Mann los und sagen, verpisst euch hier? Warum passiert das nicht? Guckt dir Sonnenallee an, was da passiert ist. Da sind die alle gemeinsam bei gewesen, wilde Sau zu spielen. So, der nächste bitte. Ja, oh Mensch, ich darf auch mal was sagen. Das ist ja interessant. Also ich freue mich auf jeden Fall über den Chat, der da unten stattfindet und so munter applaudiert, teilweise ins Positive, teilweise auch ins Negative uns gegenüber, also Roy und mir jetzt mal ganz speziell. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz klar für Frieden. Ich hasse es, wenn zum Beispiel einer Gruppe Menschen das Wasser abgestellt wird von der einen Seite. Ich hasse es aber auch, wenn die andere Seite Terroranschläge gegenüber diesen anderen Menschen verübt. Das bedeutet, jeder einzelne Mensch, der da stirbt, ist einer zu viel. Und da braucht man nicht drüber diskutieren. Und jeder, der da Beifall klatscht für diese Geschichten, die da passieren, der gehört abgeschoben, eingeknastet oder sonst irgendwas. Und es ist mir egal, welche Flagge er hochhält. Ob das die Palästina-Flagge ist oder die Israel-Flagge. Wer das feiert, gehört in den Knast und tschüss. Ich bin genau deiner Meinung, Dennis. 100%. Keiner sollte sterben auf beiden Seiten. Ich finde es halt nur schade, dass man angegangen wird, nur wenn ein paar Leute Scheiße machen. Wir müssen ja klar differenzieren normalerweise. Man kann nicht sagen, wenn 10 Leute Mist bauen, sind alle schuldig. Das können wir doch nicht machen. Das sollte man nicht machen. Deshalb würde ich gerne danach mit Dennis mal sprechen. Du bist ja von der AfD und da hätte ich gerne einige Fragen. Und ich fände es auch cool, wenn du mich auch ein paar Fragen, also wenn du mir auch ein paar Fragen stellen würdest, fände ich interessant. Ansonsten, ja, keine Menschen sollen sterben. Und ja, das war's eigentlich. Die anderen 18, 17 Sekunden kann ich davon reden, dass es schade ist, dass ein paar Leute hier angegangen werden, zum Beispiel von der Sandra oder egal von wem. Wir sollten uns alle respektlos verhalten und uns Respekt gegenüber zeigen. Also jeder, jedem. Danke. Ja, also was ich sagen wollte, auch zu Roy, auch zu den ganzen alle hier, ist, man muss immer die Sache von beide Seiten sehen. Was ich die ganze Zeit nur höre, ist, was die muslimische Seite oder die pro-palästinensische Seite immer die ganze Zeit attackiert werden. So, die Sache ist eins, man muss gerecht, das ist, was die ganze Zeit Ungerechtigkeit hier in Deutschland abgeht, in Medien, in Chats, überall, da sterben Kindermenschen. Was gibt es für eine Rechtfertigung für fast 4.000-5.000 Menschen, also Kinder, die da gestorben sind? Wie kann man das hier sich noch hinstellen, rechtfertigen? Wenn da demonstriert wird, Roy, und da irgendwelche Leute aus der Reihe tanzen, ich bin genau deiner Meinung, das ist nicht gut, das sollte man auch nicht machen. Und was die Hamas gemacht hat, bin ich 100% dagegen. Aber redet fair, redet von beiden Seiten. Ich höre nur die ganze Zeit die eine Seite reden. So, jetzt habe ich ja, super. Also ich bin der Meinung, dass aktuell in Deutschland, was in Deutschland passiert, absolut ein No-Go ist, weil vor allem, wenn man die deutschen Medien sieht, liest oder schaut,
fand ja Springer Medien, Einseitigkeit, pure Hetze, nur in eine Richtung, kennt man schon, ist nichts Neues, die Demokratie wird hier auf einmal total eingeschränkt, erinnert ihr euch vor 2 Jahren, Roy, vor 2, 3 Jahren, die Spaziergänger, diese Corona-Gegner, die gegen die Maßnahmen demonstriert haben, ja, Kritik gezeigt haben, wurden von Polizisten zusammengeschlagen, die Demos wurden verboten und keine Ahnung als was betitelt, und das passiert hier noch das Gleiche, ja, nur weil man demonstriert, weil man eine andere Meinung hat, ja, nur weil die Deutschen eine Art Bringschuld haben an den Israelis, wieso auch immer, wird hier leider zu verallgemeinert, zu viel Hetze getrieben. Ja, es kann nicht sein, dass sogar geballte, richtige Nazis jetzt auf einmal pro Israeli sind. Es lebe die Freiheit. Ja, es ist mal wieder wunderschön zu beobachten, wie hier die Leute sich wieder teilweise aufregen und jeder sein moralisches Recht über die der anderen stellt. Leute, den ganzen Tag, das ganze Jahr über passiert überall auf der Welt Schreckliches. Überall sterben Menschen, sie verhungern, sie verdursten, sie leiden an Krankheiten, sie leiden an dies, an jenes. Und Schuld ist meistens einfach nur die menschliche Gier. Es gibt immer Ungerechtigkeiten auf der Welt, aber es wird immer ein Fokus auf eine bestimmte Richtung gestellt. Zuerst war es Ukraine, jetzt ist es Israel, und wer weiß, was es in den nächsten Wochen oder Monaten sein wird, und ihr werdet alle in diesen Strudel hineingezogen. Das dient alles nur der Spaltung, das dient alles nur dazu, dass man euch beschäftigt hält, dass ihr euch gegenseitig verbal und vielleicht auch noch in anderer Weise die Köpfe einschlägt, während ganz andere Leute im Hintergrund ganz andere Fäden ziehen. Ja, grüße euch erstmal. Ich bin pro Mensch, sage ich ganz klar. Ich will zwar die AfD, aber ich sage, ich bin pro Mensch, und wir hätten uns gar nicht von Deutschland auf eine Seite stellen dürfen. Nicht pro Palästina oder pro Israel, ganz ehrlich, pro Mensch. Das sollte wichtig sein, meiner Meinung nach. Und wir hätten da eher solidarisch mit unserer Demokratie, die wir eigentlich haben sollten, rangehen sollen und nicht mit Waffen und so einem Scheiß. Weil Waffen und Hass führt einfach nur zu noch mehr Hass. Und das sollten viele mal begreifen, dass den Hass, den wir gerade auf allen Seiten haben, dass der von unserer Politik gemacht wird. Und ja, es gibt schwarze Schafe, die hast du aber auf allen Seiten. Und die schwarzen Schafe sollten dafür auch bestraft werden, das ist ganz klar. Aber ich sage auch ganz klar, es gibt auch genug gute Menschen, die hier reinkommen, die hier arbeiten und was tun. Es gibt aber genauso die schlechten. Ja, moin. Ich finde gerade die Situation super, dass wir so miteinander reden können, weil vorher war ja keine Konversation möglich, so kann jeder seine Meinung frei äußern und man ist gezwungen zuzuhören. Ich bin jetzt gerade über Stefan Roberts sehr verwundert. Ich habe dich erst anders eingeschätzt, aber anscheinend habe ich mich da geirrt, und ich lasse mich auch gern was Besseren belehren. Du hast absolut recht, es dient alles der Spaltung, und ich muss sagen, mir gefällt, also ich bin ja bei dem Stream jetzt auch ein paar Tage schon dabei und beobachte das Ganze. Ich habe am Anfang wirklich, wirklich gedacht, dass Löwenherz hier eine Konversation führen will, habe aber festgestellt, dass so, ich muss fast sagen, kriminelle Elemente wie Roy und Konsorten hier einfach nur noch hetzen, und das ist definitiv nicht gut. Ich nehme jetzt den Stream mittlerweile schon seit 30 Stunden auf und will ihn wirklich auswerten, weil ich finde es nicht okay, wie man hier mit der Menschenwürde umgeht. Danke. Oh Gott, Alter, Moral. Das ist der Hammer. Ich nehme schon seit 30 Stunden aus und werte aus. Also du bist hier die TikTok-Polizei. Du sagst also, wie Gesprächskultur funktioniert. Wie fandest du meine Rede? Du bist also das Maß der Dinge. Nein, bin ich nicht. Wie fandest du meine Rede? So stellst du dich aber da. Und Hetze ist nicht erlaubt. Was ist für dich Hetze? Wo ist hier Hetze passiert? Wenn man da Fakten spricht, die Wahrheit sagt, es ist, wie es ist. Hat er was Falsches gesagt? Du sprichst keine Fakten. Ach nee, ich spreche also keine Fakten. Bei dem, was ich gesagt habe, wo habe ich Unrecht? Erzähl mal. Na, erzähl du mal, was Capris Unrecht geredet hat. Was hat denn er falsch gesagt? Erzähl mal. Indem das hier Hetze betrieben wird. Du hetzt ja auch teilweise. Also ich muss gar nicht. Ja, dann sag mir, wo hetze ich teilweise? Also, alle, die hier sprechen, sogar Dennis Schulz,
ja, Entschuldigung, sogar den habe ich falsch eingeschätzt. Hier sind alle daran interessiert, so eine Konversation zu machen. Du bist der Einzige, der zwischenruft, nicht respektiert, dass man spricht. Und wenn du was sagst, dann findest du Argumente. Oh Gott, Alter, Chantal, heul leise. Geh mir nicht auf den Sack mit so einem Befindlichkeiten, ohne Mist. Ich habe dich gerade gefragt, wo ich am Hetzen bin. Ja, ich, lass mich doch ausreden. Ja, aber dann antworte doch auch. Du antwortest auf... Du Internet-Rambo, lass mich mal ausreden. Du antwortest... Bin ich auf den Piss. Ja, also ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich mit dir nicht mehr spreche. Weil du ja, dann lass es doch, was willst du denn? Ganz ehrlich, bist du hochgekommen, um die TikTok-Polizei zu spielen, oder was? Such den eigenen Live, da kannst du richtig Gas geben. 30 Stunden aufnehmen, sag mal, hast du noch andere Hobbys, oder was? Nein, habe ich nicht, ich habe viel Speicher. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, hast du keine Freunde? Hat dich Mama zu wenig gestreichelt? Was ist los mit dir? Hat Papa dich nur Papa viermal in die Luft geworfen oder dreimal gefangen? Was stimmt mit dir nicht? Ungemütlich zu werden. Du gehst mir auf den Piss, Alter. Erstmal ohne Mist, Alter. Wer bist du? Was glaubst du überhaupt an Spaß? Über Menschen so urteilen, die du reinfackst. Du kleiner Bastard. Halt mal die verdammte Schnauze, Reurig, du Nuttensohn. Halt einfach die Schnauze. Keiner möchte deine Stimme hören, du Arschloch. Oh, das war ein Beitrag, Alter. Das Wort zum Sonntag. Wenn eine Konversation führen will, fühlst du dich sofort persönlich angegriffen. Ja, bitte. Ich muss ehrlich gestehen, dass hier herin manche dubiose Gestalten sich rumtreiben, die was eine Stellung beziehen oder irgendwas dazu beitragen an den Kontext. Das ist auch mein Fehler. Ich nehme immer gleich, lege alles auf die Goldwaage. Ich habe erst wirklich gedacht, dass du auch den Konsorten angehörst, die was hier eigentlich nur hetzen wollen. Aber da habe ich mich absolut geirrt, weil das, was du gesagt hast, war, ich weiß, ich kann es gar nicht besser sagen. Das war einfach menschlich. Das war absolut menschlich und absolut, wenn ich das sagen darf, von Intelligenzwert weitaus überragend von allen hierher. Entschuldigung, keiner soll sich jetzt angegriffen fühlen, aber das war super gesagt. Also besser hätte ich es. Ja, im Intelligenzwert über Mido zu stehen, ist jetzt auch nicht so schwer. Also ja, das ist ja jetzt auch. Natürlich armselig, dass man jemanden betitelt, aber es ist okay. Ich hätte jetzt auch Reus. Oh, Cabo, Alter, ohne Scheiß, Alter. Wenn du zu weich für TikTok bist, dann lösch die App, Alter, ohne Mist. Ich unterhalte mich gern in einem gewissen Niveau. Ja, dann unterhalte dich mit den Leuten, wo du dich unterhalten kannst, in deiner Form, wie du es da möchtest. Weißt du, wie du es ganz einfach klären kannst? Mach deinen eigenen Live auf. Und dann hast du das Thema geklärt. Alter, ganz ehrlich, was für ein Beitrag war das eben? Du erzählst in deiner Redezeit oder in deiner Sache, die du da zu reden hast, erzählst du über Befindlichkeiten. Über die Personen lässt das Thema komplett wegfallen. Mal ganz ehrlich, was für ein Schwachmat bist du denn eigentlich? Nein, das hat mit Schwachmat nichts zu tun. Wenn wir doch, mit Schwachmat, ganz ehrlich, du bist mein höchstpersönliches Angreifopfer gerade. Ganz ehrlich, ich zeig dir, wie unangenehm ich werden kann, wenn ich jemanden nicht mag, du kleiner Gehirnakrobat. Wenn du nämlich nicht verstehst, was du zu sagen hast und einfach nur des Redens willen redest, ganz ehrlich, dann leistest du keinen Beitrag. Da solltest du mal drüber nachdenken. Das kannst du in deinen 30 Stunden Sprachaufzeichnung ganz vorne anstellen und das dann als Eingang nutzen, um dann ein lustiges Video draus zu basteln. Ganz ehrlich, ich freue mich sogar darüber. Und vergiss bitte nicht, mich zu verlinken, weil ganz ehrlich, die beste Werbung, die ich haben kann, weil ich mir zu 100% sicher bin, mit all dem, was ich gesagt habe, spreche ich die Wahrheit. Wenn dir die Stimmfarbe nicht gefällt, ganz ehrlich, dann musst du dir an der Puperze fassen und da ganz tief drin rumbohren, damit es dir besser geht. Aber geh mir nicht auf den Sack mit deinem Scheiß. Allein dein Verhalten. Hey Roy, komm mal wieder von deinem Testo wieder runter, Mann. Ja. Alter, ich bin ja noch gar nicht richtig drauf. Du hast mir noch gar nicht erlebt, wenn ich richtig aufnehme. Ich bin ja noch human. Also ich muss sagen, Dennis Schulz hat erst rumgeschrien, hat zum Beispiel erst rumgeschrien, aber der hat auch super Ansage gemacht. Egal, ich respektiere seine Meinung. Ich bin auch teilweise seiner Meinung. Aber du bist nur noch aggressiv. Oh, du bist nur noch aggressiv. Alter, bist du meine Mama oder was? Mal ohne Scheiß, geh mir mit so Befindlichkeiten nicht auf den Sack. Schreib's in dein Poesiealbum oder richte dich an irgendwen, den es interessiert. Roy, halt mal den Ball wieder flach. Darf ich auch mal kurz was sagen? Ja, bitte. Halt mal den Ball wieder flach, Roy. Ja. Wir sitzen alle in einem Boot, wir leben alle in Deutschland.
Wir sitzen alle in einem Boot, wir wollen eine Lösung finden. Mehr ist es hier nicht. Ich muss jetzt aber auch mal eine Sache sagen. Pass auf, mein Name ist jetzt mal ganz kurz gefallen. Also ich fand die Statements, die da eben gerade gelaufen sind, die fand ich ja sehr gut. Eine friedliche, vernünftige Lösung finden. Mehr ist es hier nicht. Warte mal, Kollege, der Dennis redet. Lass mal den Dennis reden, ich würde gerne hören, was er sagt. Also ich müsste ansonsten wirklich das Smartphone wechseln, weil da komme ich mit dem Mikrofon in jedem Fall durch. Hier ist das bei diesem Smartphone ist das ein bisschen schwierig manchmal. Aber ich muss auch sagen, dass die Statements, die da jetzt in diesem Show-Modus getätigt wurden, dass die schon sehr gut waren. Also ich sag mal, in dem überwiegenden Teil gehe ich wirklich mit. Aber das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass wenn man wirklich jetzt jemanden nicht mag, also es gibt es ja manchmal, dass man eine Person einfach von Hause aus nicht mag. Man mag die Stimme nicht, man mag das Aussehen nicht, man mag irgendwas nicht. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern man mag eine Person einfach nicht. Und das muss man bei so einer Diskussion auf jeden Fall beiseite schieben. Ja, und, da kommt es, wie gesagt, auf den Inhalt drauf an. Und ich sag mal, inhaltlich sind wir ja alle, so wie ich das festgestellt habe, für Frieden. Nur, wie wir den Frieden darstellen wollen, das ist natürlich die zweite Frage. Und da hat jeder seine eigene Auffassung. Und auch mit dieser Migrationspolitik hier in Deutschland hat natürlich auch jeder eine andere Auffassung. Ich selber würde mich kostenlos als Abschiebehelfer zur Verfügung stellen. Findet auch nicht jeder toll, aber ich würde es machen. Aber Dennis. Aber schaffst du nicht. Das ganz gut, Kollege. Warte, ganz kurz, Kollege. Darf ich da ganz kurz was drauf sagen, Dennis? Glaub mir, ich bin auch ein Migrantenkind. Also meine Vorfahren sind in die 60er hierher gekommen. Wir haben genauso die Nase voll, dass diese Konsorten, was du auch beschreibst, die nennen wir auch Konsorten, die was hier nur Tumult und Scheiße bauen und nichts machen. Wir haben auch die Nase von denen voll. Glaub mir das. Das haben wir ich alle. Glaub dir das. Gut. Klar glaube ich dir das. Bestätige ich. Bitte? Also ich glaube dir das. Ich glaube dir das unbesonnen, 100%. Weil gerade diejenigen, die hier als Gastarbeiter hergekommen sind und die jetzt hier Kinder gekriegt haben in zweiter, dritter Generation mittlerweile, gerade diejenigen sind ja gehandicapt durch das, was heute passiert. Wir kriegen sie auch mit ab, wenn ich das jetzt so sagen darf. Naja, also, da kommt ja wieder das Thema, alle werden über einen Kamm geschoren, auch wenn das falsch ist. Aber es heißt ja dann immer, alle sind so. Und das ist das große Problem. Und deswegen seid gerade ihr, Caro, und da spreche ich dich jetzt persönlich an, gerade ihr seid die Generation, die vielleicht mithelfen sollen oder mithelfen sollten, damit genau das nicht passiert, dass hier Migranten herkommen, die unser Sozialsystem ausnutzen und nebenbei auch noch Straftaten begehen. Da seid ihr genau die Richtigen, weil kann ja auf normalem Level im ersten Moment gar nicht feststellen, wer genau hier Scheiße gebaut hat. Ich sehe nur, dass derjenige meinetwegen Allahu Akbar ruft, wenn er Scheiße baut. Weißt du, was ich meine? Das heißt ja nicht, dass alle Moslems auf einmal müssen. Ja, aber das ist, aber wenn er, wenn er die Gottes, lass mich ausreden. Ich bin noch nicht. Mit einem Deutschen, der Scheiße baut. Wenn, warum, ja, warum nur da reden wir gerade nicht von. Wir reden jetzt gerade davon, dass jemand Gottes nutzt dafür, um Scheiße zu bauen. Und da muss derjenige, der dem gleichen Glauben angehört, auf jeden Fall das ganze Maß regeln. Wenn jemand ruft Gott zur Ehre und begeht dabei eine Straftat, dann würde ich denjenigen auch anscheißen oder Maß regeln. Da glaubt man dran. Also meine persönliche Meinung ist, wer hier auf, egal auf welchen basierenden Gründen, Asyl beantragt und bekommt, wenn der straffällig wird, hat er sein Bleiberecht meiner Meinung nach vertan. Sorry, dass ich sage, können die anderen jetzt auch böse sein? Nein, sehe ich genauso. Mein Großvater ist in die 60er hierher gekommen und der hat gesagt, mich hat keiner gefragt, wo ich wohnen will. Mir hat keiner Arbeit angeboten. Ich musste arbeiten, durfte 2 Jahre lang nicht die Arbeit wechseln, sonst hätte ich wieder nach Hause fahren können. Und wenn wir so gekommen sind, ja, und uns hier integriert haben, dann finde ich auch, dass jeder andere dasselbe machen sollte. Das sind wir. Das ist die, vielleicht, wo ihr es geredet habt, wegen dieser Schuld und wegen der Dankbarkeit. Das ist eigentlich unser Schulden, dass wir uns hier anpassen. Wenn wir nach, keine Ahnung, wohin fahren, dann müssen wir uns auch anpassen. Wenn Leute zu uns kommen, müssen sie sich auch anpassen. Ich kann nicht in Dubai mit einem Bikini in die Moschee fahren. Sorry, dass ich dir das sage. Das ist jetzt nicht. Oh böse. Gott, oh Gott. Jetzt sagst du ja genau das Gleiche wie ich. Hättest du jetzt etwa? Aber das ist kein, nein. Was ich sage, ja, du sagst genau das Gleiche, wie ich gesagt habe, in leise. Ja, Roy, lass dich doch mal ausreden jetzt. Ich sage nicht. Ich bin ja auch Pister und Mann. Halt. Sorg dafür, dass du deine Coins kriegst und dann ist gut. Du, dafür bist du da. Mach mal deine Schnauze. Ich sage nicht. Du darfst nur deswegen oben bleiben. Freu dich, Mann. Mach noch ein bisschen Musik nebenbei. Deiner Fresse, ich sage,
Ich sage, Leute, schau mal, wirklich, wir haben uns so gut jetzt gerade unterhalten. Alleine jetzt schon wieder respektlos einander zu werden, das passt doch gar nicht. Cabo, du bist nicht die Sprachpolizei, Mann. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich die Zuschauerzahl in der Zeit fast 150 nach oben gedreht hat? Achtest du da drauf? Alle schreiben Roy raus. Ja, natürlich schreiben alle Fake-Accounts Roy raus. Was meinst du, warum ich die nicht stumm? Weil sie bleiben dürfen. Sie merken noch nicht mal, dass sie nur dafür dienlich sind, dass der Chat rollt. Das kapiert ihr gar nicht. Dennis, ich habe eine Frage an dich, mein Lieber. Dennis, du sagst doch, wir müssen... Roy, was hast du genommen, Roy? Dennis, da... Hat er die genommen. Heute Morgen deine Mama. Ey, ich Jungs. Deine Mutter, du Huren, so rede von einem. Ey, Leute, wir wollen ganz normal reden. Dennis, eine Frage an dich. Bleibt cool. Aber ihr seid mir ehrlich, cool. Wer hat deine Mutter nicht abbezahlt, du Hurensohn? Du ganz ehrlich, ich weiß nicht, aber deine Mama war heute Morgen bei mir. Ach, warte mal, die kommt gerade noch mal in den Raum rein, aber die hat gerade den Mund voll. Willst du mal reden, hör? Ich finde das so schade gerade, bitte. Ich will jetzt nicht mehr reinreden. Na, ich finde das so schade, dass wir nicht mit der Stadt reden. Musst du rausschmeißen, so ein Bastard musst du rausschmeißen. Ich habe mal eine Frage an den Dennis. Dennis, du hast doch gesagt, wir müssen auch helfen, irgendwas zu machen. Aber was sollen wir denn tun? Wir können wählen. Aber was verlangst du denn von uns? Weil wir, die hier geboren sind. Pass auf, das ist ja die eine Geschichte. Das Wählen gehen ist die eine Geschichte. Also wer hier ja nun den deutschen Pass hat, wer hier geboren ist in zweiter, dritter Generation als Migrant, derjenige darf ja wählen. Der kann natürlich erstmal das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Das ist schon mal richtig. Aber zum anderen ist es auch so, dass in den Moscheen zum Beispiel ja einmal die hier geborenen Muslime sind, die schon sehr europäisch, sehr westlich situiert sind, dass diejenigen dorthin gehen, aber es gehen in diese Moscheen natürlich auch die Ankommenden, um jetzt mal ein grünes Wort für Flüchtling zu benutzen, die Ankommenden gehen ja auch in diese Moscheen und dann kann man die Ankommenden wahrscheinlich sogar in deren Heimatsprache darüber aufklären, wie hier die Geschichten zu laufen haben. Nicht nur das Grundgesetz denen mal beibringen, sondern dass man hier eben zum Beispiel die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau hat. Gut, ich bin auch kein Freund zwischen den Leuten, die nicht im Stehen oder Sitzen pinkeln können, weil sie es gerade nicht wissen wegen der bunten Flagge. Da braucht man sich drüber unterhalten. Das sehe ich auch mit geteilter Meinung. Aber ich sag mal, wer echt Männlein und wer echt Weiblein ist, derjenige ist gleichberechtigt. Und das kann man denen zum Beispiel beibringen. Und dann sieht die Sache doch schon ganz anders aus. Dann ist das eine sogenannte Selbstregulierung, die ohne Probleme läuft, während man sich an einem Sonntag zum Beispiel in seinem Glaubenshaus trifft. Das ist mir egal, ob das Christen sind oder Moslems oder auch andere Glaubensrichtungen. Und dann kann man den Leuten das dort auch beibringen. Guck mal, mein Pastor hat letztens gesagt, Gott ist quer und hat eine bunte Flagge hochgehalten. Ja, das ist für mich der Grund, aus der Kirche aufgetreten. Und genau das ist das Problem. Dennis, das hast du mir doch gerade erzählt. Stimmt das wirklich? Naja, im Fernsehen hat er das gesagt. Dennis. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Nur ganz kurz, Löwenherz. Dennis, ganz kurz eine Frage an Dennis. Mal ganz kurz, Dennis, du redest die ganze Zeit über Ausländer, wie sie sich zu verhalten haben, was sie machen sollen. Da stimme ich dir auch zu. Alles gar kein Problem und gut. Aber was ist deine Meinung zu Leuten wie Roy hier in Deutschland? Erzähl mal deine Meinung, das würde mich echt interessieren. Wie er sich hier verhält, was er hier beleidigt. Erzähl mal deine Meinung dazu mal bitte. Das würde mich echt interessieren. Soll ich jetzt Roy abschieben oder was wolltest du von mir? Dennis, ich möchte gerne, Dennis, wenn du mich abschiebst, darf ich dann nach Thailand? Komm mit. Ich komm mit. Was hier sein soll, was wir machen sollen. Und hier, Dennis? Alles gut und schön, aber was ist deine Meinung zu solchen Leuten wie er hier? Na, wenn denn abschieben, möchte ich gerne nach Thailand. Kriegen wir das hin? Ja, du fällst ja nicht auf. Du siehst genau aus wie diese Feinotten. Ja, das ist mir doch scheißegal. Hauptsache, ich komme da hin. Du würdest gerade da drin. Ey, Thailand ist geil, Alter. Ohne Scheiß. Leute, kann ich noch mal kurz? Aber weißt du was, Roy, in Thailand, da müssen die Ladyboys sagen, dass sie Ladyboys sind. Ansonsten werden die eingeknastet. Das ist dem Roy egal. Die sind sich ja schon mal wenigstens einig. Ist dem Roy egal. Nein, Spaß beiseite. Dennis, eine Sache, weil du meintest ja, wenn die Flüchtlinge ankommen, dann muss man die an den Händen packen und denen mal zeigen, wie das Grundgesetz hier funktioniert, ne?
Ja, ist doch logisch. Guck mal, wenn ich ins Ausland gehe, ich mache auch wirklich Urlaub überall. Egal, wo ich hinkomme. Wenn ich nach Dänemark fahre, muss ich den ganzen Tag Licht anhaben an meinem Fahrzeug und darf nur 110 km/h mit dem Auto fahren. Wenn ich nach Thailand fliege, dann gehört es sich an einigen Stellen nicht offen, Alkohol zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen. Genau. Aber und wenn das an einigen Orten eben nicht erlaubt ist oder nicht gern gesehen ist, dann halte ich mich daran. Genau. Und so erwarte ich es eben von jemandem, der hier als Ankommender unsere Grenze überquert, dass der Ankommende sich darüber informiert, was hier die Sitten und Bräuche sind. Ich verlange nicht von einem Ankommenden, dass er Weihnachten mit mir feiert, aber ich erwarte von einem Ankommenden... Hey Dennis, wenn du noch mal das Wort Dennis Schulz, sagt, Dennis, sag doch noch mal Ankommender. Sag doch noch mal Ankommender. Sag noch mal Ankommender. Sag noch mal Ankommender. Noch mal Ankommender. Da hast du jetzt 19 Mal gesagt. Noch mal, 20 Mal bitte. Dennis, schau mal. Möchten die Grünen aber. Dennis, weißt du, was das Problem ist? Die Leute kommen hierher. Ich arbeite mit denen zusammen quasi. Was heißt zusammen? Ich bin mit dem Landratsamt sehr eng in Kontakt. Schau mal, das Problem ist, die kommen hierher. Okay? Also ich bin jetzt in 3, 4 Flüchtlingsunterkünften, Unterkünften, wo ich mit den Landratsämtern spreche und auch manchmal vor Ort bin. Das Problem ist, die kommen hierher. Alles schön und gut. Deutschland tut viel, das kann keiner sagen oder abstreiten. Das Problem ist, die Leute wollen zur Schule gehen, die Leute wollen einen Kurs machen, die können nicht, weil die Kurse sind alle belegt. Eine Unterkunft, da sind die Leute schon seit 9 Monaten da. Die warten auf Schule, also bis der Kurs anfängt. Und die anderen wollen arbeiten. Meistens wollen die beides. Aber die können nicht, die dürfen nicht. Du Nuri, weißt du eigentlich, wo da das eigentliche Problem liegt? Pass mal auf. Das finde ich immer sehr lustig, wenn man das so erstmal sagt. Pass auf. Ich habe mal eine ganz einfache Frage an dich, Nuri. Was hältst du davon, wenn wir die ganze Welt nach Deutschland holen und alle Probleme sind gelöst? Schau, das ist jetzt wieder typisch Roy. Er sagt, der Nuri sagt einen Sachverhalt und du ziehst es ins Leben. Ja, ich will auf was hinaus. Warte, entspann dich mal. Ich will auf was hinaus. Roy, schau mal. Deutschland ist nicht das Land für alle Menschen. Ich weiß, worauf du, ich weiß, was du sagen willst. Nein, es geht gar nicht darum, dass wir nicht das Land für alle Menschen sind. Wir haben der ganze Bums, der ganze Rotz da drumherum, sei es beispielsweise irgendwelche Kurse, sei es Unterkunft, sei es da Essen, sei es da soziale Leistung, egal in welcher Form, das muss alles bezahlt werden. Das fliegt nicht einfach irgendwo so auf dem Himmel. Guck dir beispielsweise an, was Frankfurt am Main Frankfurt-Oder gerade läuft. Da wurde das Messegelände, da wurde eine ganze Halle leergeräumt. Dieses Messegelände hat 2000 Betten, damit da die Leute als Erstauffangslager, wird das betitelt, da reinkommen, weil man gar nicht weiß, wohin mit den Leuten. In der ersten Woche sind dann 1200 Leute angekommen. In der ersten Woche 1200 Leute. Jetzt mittlerweile ist es so, dass diese Durchlaufzahlen da so hoch sind und da von da aus auf die umliegenden Kommunen der ganze Scheiß verteilt wird. Da geht es dann schon los. Dann müssen wir auch darüber reden, dass diese Kommunen da absolut finanziell nicht mehr dazu in der Lage sind, den ganzen Scheiß zu stemmen. Wie soll das alles bezahlt werden? Mal ganz ehrlich, wir sind nicht in der Lage. Weißt du, dass eigentlich jeder einzelne Bürger, der da jetzt hier gerade in Deutschland lebt, eine Grundverschuldung von 30.000 Euro hat und diese am Steigen ist, diese Zahl, die geht nicht nach unten, die ist am Steigen. So, das musst du dir so folgendermaßen vorstellen. Ein Kind wird geboren und hat gleich 30.000 Euro Schulden. So sieht das nämlich aus. Okay, es sieht auch so aus, dass wir da ein absolutes Ausgabeproblem haben. Wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Dieses Ausgabeproblem sieht dann nämlich zum Beispiel in dieser Form so aus, dass wir Gelder in sonst welche Himmelsländer schmeißen und dann auch hier in Deutschland Sachen unterstützen, die wir uns rein faktisch eigentlich gar nicht mehr leisten können. Und das ist das eigentliche Problem. Wie wollen wir diesen ganzen Mist noch finanzieren? Hast du dir eigentlich mal darüber nach oder mal Gedanken gemacht? Wenn das weiter so, wie lange dieses Sozialsystem noch aufrechterhalten werden kann, ist dir mal durch den Kopf gegangen, dass in Italien mittlerweile auch das Bürgergeld schon nicht mehr gezahlt wird. Habt ihr diese ganzen Aspekte da mal mit reingerechnet? Ihr seht, dieses Gutmenschentum hat am Ende nur zu einer Sache geführt, dass wir uns selber schädigen. Das ist ganz einfach zu erklären. Nur wenn es dir gut geht, kannst du nach außen helfen. Wenn es dir nicht mehr gut geht,
geht, kannst du auch nicht mehr helfen. Mehr. Genauso kannst du Deutschland sehen. Nichts anderes ist das. Mal ganz ehrlich, wir müssen auch mal über die Fakten sprechen, ohne es ständig ein Blatt vor den Mund zu nehmen und zu sagen, oh Gott, ich muss jetzt aber aufpassen, wie ich mich ausdrücke. Nein, muss ich gar nicht. Eher im Gegenteil. Wenn man sagt, man ist zu leise gewesen die ganze Zeit, sage ich euch, wir müssen noch viel lauter werden. Und das ist das eigentliche Problem. Sehen Sie nicht im Sturm? Weil Deutschland unterstützt ihre ganze Bombardiert, wenn misshandelt wird. Deswegen kommen die hierher, weil die Lust und Laune haben. Auf. Wenn ich zu Wort komme, also ich bin ja, genau, die kommen her, weil sie hier nach Deutschland kommen wollen. Mal ganz ehrlich, das Dublin-Abkommen zum Beispiel. Da sind das sichere Drittländer. Sie gehen über sonst wie viele Grenzen, um nach Deutschland zu kommen. Wieso? Weil hier so schönes Wetter ist? Oder weil hier das Sozialsystem bei uns am besten ist? Warum kommen sie nach Deutschland? Warum? Weil denen ihre Länder vom Westen unterstützen. Genau, das nächste Land, das, wo sie dann da im Nachbarland sind, das ist ein sicheres Land. Da sind sie normalerweise aufzunehmen, werden sie aber nicht. Und das ist das eigentliche Problem. Sie kommen aus irgendwelchen Ländern, flüchten vor Krieg, das nächstsichere Land, das wird dann nicht als sicheres Land genommen. Nein, man überschreitet dann noch 3, 4, 5 Grenzen und sagt dann, ach, weißt du was, in Deutschland geht es mir wesentlich besser, da haben die das beste Sozialsystem, da marschiere ich hin, das ist eine gute Idee. Und das ist das eigentliche Problem. Wir sind aber dabei und sorgen dafür, dass wir irgendwann gar nicht mehr in der Lage sind zu helfen. Und das ist das, was ihr alle überseht. Mal ganz ehrlich, was glaubt ihr, wie lange wir dieses System, dieses Sozialsystem überhaupt noch aufrechterhalten können? Was glaubt ihr eigentlich? Dass das ewig so weiter funktioniert oder was? Mal ganz ehrlich, denkt mal geradeaus. Fass das nicht, Alter, dass ich ständig hier so einen Mist wiederholen muss. Immer und immer und immer wieder. Und dann will mir hier irgendjemand erzählen, wie ich das zu sagen habe. Ohne Mist, Alter. Ihr solltet mal darüber nachdenken, dass eure leise Art dafür sorgt, dass dieser ganze Scheiß überhaupt möglich ist. Darüber solltet ihr mal nachdenken. Ja, also erstmal danke für den Show-Modus, so komme ich auch mal zu Wort. Also das Ding ist, ich habe ja, wie gesagt, per se nichts gegen Flüchtlinge. Ne? Das habe ich also, glaube ich, von 1 Million Mal gesagt. Wer hierher kommt und wirklich in seinem Land ein Problem hat, wie die Jesiden zum Beispiel, da bin ich auf jeden Fall für, dass die hier Hilfe bekommen. Und wenn irgendwo wirklich Krieg ist, bin ich auch dafür, dass den Leuten geholfen wird. Überhaupt gar kein Problem. Aber diese Ankommenden, die momentan ihre Pässe wegschmeißen, dann hierher kommen zum Partizipieren von unserem System. Und Roy hat es recht richtig gesagt, es liegt ja nicht am schönen Wetter hier, sondern an unserem Sozialsystem. Diese Ankommenden, da kosten nur die unter 18-Jährigen, jeden Kreis, jeden Landkreis einen 8-stelligen Betrag pro Quartal. Pro Quartal 8-stellig. Und das müsst ihr euch überlegen. So Leute, die Frage war ja, was können wir tun, gerade in der Flüchtlingsunterkunft etc. Integration, wir reden ja von Integration, wie können wir die am besten integrieren? Es macht keinen Sinn, wenn die hierher kommen, monatelang in der Unterkunft sind, nicht arbeiten dürfen und nicht in die Schule gehen dürfen. So, es trägt doch mehr zur Integration bei, wenn man schnell sich drum kümmert, dass die Kurse kriegen, Deutsch lernen und zack in den Arbeitsmarkt geworfen werden. Weil die wollen ja in die Schule gehen, die wollen arbeiten, aber was, aber ich weiß, der Staat lässt sie, ich weiß, die Kapazitäten sind nicht so viel, ich weiß, es kommen sehr viele, es ist schwer, aber man muss da eine Lösung finden. Weil so kriegt man die schneller und besser integriert. Das heißt, die kommen, Schule, zack, arbeiten. Aber wenn wir sagen, nee, die sollen bleiben, so kosten sie uns mehr und liegen uns auf der Tasche. Und jeder, der was Scheiße baut, soll abgeschoben werden. Wurde gut gesagt, so ist es. Die kommen, die dürfen nicht arbeiten, die dürfen sich kaum bewegen, die werden eingepfercht in welche Flüchtlingsheime. So, sobald die da sind, muss ein Programm starten, eine Art, so ein Prozess. Zack, erster Tag geht so da Onboarding, sagen wir, zack, zweiter Tag Kurse anmelden, dritter Tag
Bewerbungen gucken, was für einen Job man kriegen kann. Schritt für Schritt, ein System, ein richtiger Prozess muss her. Integration und sprachlich und beruflich natürlich. So, und habe ich vergessen, was ich sagen wollte und die Zeit läuft. Und aber eine schöne Sache gibt es, Leute. Es sind so viele Leute hier. Verschiedene Meinungen, verschiedene politische Ansichten, verschiedene Herkünfte und sowas, ja. Aber wir haben eines gemeinsam, wie alle. Wir sind alle gegen die Grünen. Und das gefällt mir. Ja, also hab euch lieb und Löwenherz bitte, Mirko Latzek oder wie der heißt, entstummen. Danke. Jo, hi. Zu der Thematik, was Nudi gesagt hat, das stimmt tatsächlich. Ich habe selber einen Betrieb mit 10 Angestellten und versuche händeringend auch Mitarbeiter zu bekommen. Und es gibt bei uns verschiedene Einrichtungen, die Flüchtlinge integrieren. Das Problem ist, die dürfen ja die ersten 9 Monate gar nicht mehr arbeiten. Die dürfen kein Praktikum machen, kein gar nichts. Die haben gar keine Perspektive. Ich gebe jetzt nicht den Staat die Schuld, sondern die Lösung des Problems wäre, diese Leute zu beschäftigen. Und das nicht nur mit Kursen, sondern auch mit Arbeit, damit diese Leute eine Perspektive haben können. Und zu der anderen Sache, wie können wir das lösen, dieses Gutmenschentum, was der Roy erst gesagt hat? Ja, es stimmt, die Kapazitäten des Sozialsystems werden irgendwann erschöpft sein. Um diesen Sachen aus dem Weg zu gehen, sollten wir uns halt vielleicht auch in der Weltpolitik geopolitisch ein bisschen anders engagieren und Kriegstreiber nicht mehr unterstützen, egal von wem. Ob das der Ami ist, der Ukrainer, der Russ, der Israeli, einfach auf Deutschland aufpassen. Danke. Also ich finde zwei Begriffe sehr wichtig. Einmal den Brain Drain verhindern, dass wir verhindern, dass Fachkräfte, die wir hier in Deutschland haben, deutsche Fachkräfte abwandern und in andere Länder reinkommen. Und wir haben sehr viele tatsächlich, die in andere Länder abgewandert sind. Wir haben verschiedene Enklaven, deutsche Gemeinschaften außerhalb von Deutschland. Und da müssen wir schauen, dass wir diese Leute wieder zurückgewinnen können, Deutschland als Standort wieder attraktiver machen, auch wirtschaftlich. Und der zweite Punkt ist Remigration. Wir müssen viele, die seit 2015 hingekommen sind, sich ja auch nicht benehmen können, beziehungsweise diejenigen, wo es möglich ist, die Möglichkeit geben, in ihrem Land wieder etwas aufzubauen, dass die in ihrem Land machen können. Diejenigen, die hier bleiben wollen, die auch hier sich integriert, assimiliert haben, kein Thema, beziehungsweise wir müssen schauen, dass wir diejenigen, die im Land behalten, die hier auch wirklich etwas zu beitragen und das Ganze auch dann fördern. Ja, hallo alle zusammen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass die Migranten, ich bin selber auch emigriert worden nach Deutschland. Ja, und ich bin der Meinung, ich habe auch zu Hause Deutsch gelernt. Ja, nicht, dass ich gewartet habe, bis Schule kommt oder irgendwas. Ja, man sollte erstmal selber was beibringen, bevor man irgendwas anfordert, ja, vom Staat oder irgendwie. Und ich bin der Meinung, die Migranten, die vorbestraft werden hier, die muss man gleich abschieben. Ja, muss man ein bisschen aussortieren in Deutschland. Was, wie gesagt, es ist, ich wurde fast zweimal also abgestochen. Ja, im Straßenbahn. Ja, ich wollte also ein Mädchen nicht befreien oder helfen und Hallihallo Leute, wie geht's euch? Auf jeden Fall, ich sage euch, meine Friends, wir müssen alle aufwachen. Wenn weiter so geht in Deutschland, dann geht Deutschland kaputt. Glaub mir. Diese ganze Flüchtlinge, ich bin selber eine, versteht ihr, was ich meine? Aber es kommen nur Männer hierhin, keine Frauen, keine Kinder, nur Männer. Was soll denn so viele Männer? Ich verstehe das nicht. Wenn so viele Männer gehen, wir haben keine Frauen mehr in Deutschland. Ganz ehrlich jetzt, wir müssen aufwachen. Mach weiter zu Roy, bitte. Hallo, bitte nicht verstehen. Hallo, Roy. Weiter, bitte, Leute. Ja, Leute, ihr wollt weiter hören von mir auf jeden Fall. Was soll ich jetzt sagen? Leute, hört mal auf. Wir müssen aufwachen. Hört auf, diese ganze Scheiße, oder wirklich. Es kommen nur Männer hier hin. Keine Frauen, keine Kinder. Es reicht noch. Ich will auch Frauen sehen. Ich will auch vielleicht eine zweite Frau heiraten. Ganz ehrlich, ich mache keinen Spaß. Löwenherz, bitte Mirko entstummen.
Mit dem Mirko, also Mirko Latzek. So, aber erstmal warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ich möchte mal was sagen. Ich finde, Moritz hat das hier sowas von geil auf den Punkt gebracht. Moritz, ich danke dir für deine Worte. Roy, weißt du übrigens, dass Moritz, Roy, Moritz ist übrigens auch in der jungen Alternative, nicht, dass du jetzt irgendwie auch, ne? Deswegen hat er, ganz ehrlich, Moritz, ohne Scheiß, Alter, ich küsse deinen Dickdarm, Alter, und alles andere, was da noch so richtig ist, ohne Scheiß. Roy, deine Zunge, hundertprozentig, du hast keine Zunge von Knochen. Deine Zunge hat keine Knochen. Du bist nur am Rennen. Du weißt doch, wie das läuft, Abdi. Du weißt doch, dir brauche ich das nicht erklären. Du bist meine Haustier. Vielen Dank für den Lachsflash. Du bist meine kleine Kakerlaki. Ich bin am kaputt lachen. Vielen Dank für den Lachsflash. Dennis, darf ich das fragen? Freunde, ich möchte. Abdi, die Erde ist nicht flach. So, ich will meine Abschiebung. Dennis, ich habe eine Frage an dich. Du bist doch mit Kreistag, ne? Ja, ich bin im Kreistag, aber lass mich bitte jetzt mal aussteigen, weil ich muss morgen früh wieder Bürgergeld verdienen für alle. Eine Frage noch, Dennis. Schau mal, die Flüchtlinge, die woher kommen, die meisten, die dürfen ja nicht arbeiten, ne? Und das Problem ist dann, dass viel auch Schwarzarbeiten gehen, was Geld, was dann wieder in der Kasse fehlt, ne? Was sagst du dazu, dass die Ukrainer zum Beispiel arbeiten dürfen? Das finden ja die anderen dann scheiße, aber wie denkst du darüber? Erzähl mal bitte, das würde mich echt interessieren. Ich persönlich finde das schrecklich, dass die ukrainischen Flüchtlinge hier wie Nummer 1 Flüchtlinge gelten und alle anderen sind sekundär. Die dürfen hier mit ihren dicken Autos vorfahren, kriegen trotzdem Bürgergeld und jeder Deutsche, der Bürgergeld kriegt, muss sein teures Auto erstmal verkaufen, bevor er irgendwie partizipieren kann von unserem System. Das finde ich schrecklich, dass das mit zweierlei Maß gemessen wird. Da hast du schon das Richtige angesprochen. Ansonsten bin ich auch dafür, dass jemand, der arbeiten möchte, arbeiten gehen soll. Das ist richtig. Aber dass das eine gewisse Zeit braucht, wenn jemand hierher flüchtet, dass erstmal geprüft werden muss und gemacht werden muss, bis derjenige überhaupt seine Arbeitserlaubnis bekommt, das hat natürlich seinen Sinn, weil sich derjenige, der hier gerade ankommt, ich sage es jetzt mit Absicht so, muss ja auch erstmal sich an unsere Kultur und auch an unsere Sitten und Bräuche gewöhnen können. Und das wird leider immer unterschätzt, das große Problem. Und das wird eben auch leider nicht vernünftig vollzogen. Wenn jemand hierher kommt, dann müsste er eigentlich von alleine auf die Idee kommen, wie kann ich hier beitragen, wie kann ich lernen, wie kann ich das System verstehen, was hier läuft. Aber wie gesagt, das ist ein zu breites Spektrum. Ich muss jetzt echt aussteigen, weil ich muss um 9 Uhr im Büro sein. Deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Hochlassen, bedanke mich bei allen Gesprächspartnern auch da unten im Chat. Ohne euch läuft die ganze Geschichte hier sowieso nicht. Und Moritz, dir habe ich jetzt folgen wollen, ging nicht. Wenn du bei der jungen Alternative bist, melde dich bitte, weil meine Lebensgefährtin ist Vorsitzende oder Regionalverbandsvorsitzende von der jungen Alternative hier in Schleswig-Holstein von einem Regionalverband. Aber das mal sekundär. Also ich wünsche allen eine gute Nacht, sag vielen Dank ich hoffe, wir treffen uns hier demnächst mal wieder und können doch vernünftig sachlich miteinander diskutieren. Dennis, hau rein, wir hören uns, schlaf schön. Ne? Und schön, liebe Grüße an Lea. Ja, die richtig aus. So, Moritz, ich habe übrigens auch versucht, dir das Plus zu klauen, dein Konto ist auf privat, ne? Oh, muss ich mal umstellen. Kann ich mal bitte was über Ukraine sprechen, weil ich betreue auch... Nee, warte mal ganz Familie kurz, ich möchte gerne noch Nuris Frage, die er da mittendrin reingeworfen hat, beantworten. Nuri fragte eben, woran liegt das? Ja. Nuri, ganz einfache Antwort. Das liegt an der grünen Politik. Das ist leider so. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, wer für diesen Sachverhalt verantwortlich ist, dann ist das unsere liebe Frau Baerbock. Und was für ein Parteibuch trägt die unter den Arm? Wenn man sich das überlegt, dass vor den Wahlen die Grünen noch dafür geworben haben oder dann ihr Wahlversprechen gegeben haben, Waffenlieferungen auf keinen Fall mit uns, und dann nach den Wahlen die größten Kriegstreiber überhaupt sind, ist das sehr, sehr praktisch oder sehr, sehr einfach zu sehen, wer da eigentlich der
Schlimme, der treibende Part ist, weil wir als AfD, wir sind definitiv gegen Waffenlieferung. Wir sind für den Frieden. Wir möchten uns auch nicht, was da jetzt da im Israeli-Palästina-Konflikt ausartet, da möchten wir uns auch nicht positionieren. Das machen wir nicht. Weißt du, jetzt, so ganz kurz, Nuri, ganz kurz. Also jeder, also hallo, jeder sagt jetzt bitte noch einmal was und das bitte tatsächlich jeder am besten eine Minute. Ich muss nämlich gleich arbeiten, deswegen ich würde ganz gerne schlafen gehen. Nochmal bitte Showtime machen. Übergebe mir den Host, dann mache ich schon. Nee, wir machen das ganz einfach. Ich fange erstmal da an, wo es am wichtigsten ist, weil ihr hört ja gerade selber, was der Host da gesagt hat. Er muss gleich arbeiten. Das heißt, er ist anscheinend schon wieder viel zu lange im Live gewesen, kriegt wahrscheinlich nachher wieder Feuer von seiner Madame, weil er wahrscheinlich auch wieder zu laut war. Dann von daher, wenn ihm gefallen, bleibt das Ding mal noch ganz fix auf 200.000. Mehr Zeit nicht. Die kommt jetzt gleich da reingetreten und beschleppt ihn ins Bett. Aber warte mal ganz kurz, lass mal schnell zu Ende führen, weil ich würde gerne meine Verabschiedungszeit dann dafür nutzen, dafür den Host was zu bewirken. Und das ist wichtig. Von daher, Leute, tut mir mal den Gefallen und liked den Scheiß hier mal auf 200.000k hoch. Das dauert noch nicht mal eine Minute. Und für die Leute, die da vielleicht noch 0,03 Cent in der Hosentasche haben oder das Konto noch aufgeladen haben, gebt das mal an den Host oder jetzt in dem Moment sind 10 Coins und erfüllt mal sein Live-Ziel. Auch das ist dienlich. Ihr wisst genau alle, das ist nun mal leider so, TikTok ist und bleibt eine wirtschaftliche App. Das heißt, interessant ist hier nur der, der auch Umsätze macht. Das ist einfach so. Von daher tut mal ein bisschen was dafür. Ihr habt hier alle gesehen, jetzt ganz ehrlich, ich habe mir hier den ganzen Abend die Lunge aus dem Hals geschrien. Ich habe auch für ordentlich Unterhaltung gesorgt. Ich habe auch für ordentlich Hate gesorgt, so wie das immer sein soll. Von daher tut mal ein bisschen was, gebt mal ein bisschen was wieder, sorgt dafür, dass die Lives hier auch in den nächsten Tagen noch gut laufen. Weil das ist wichtig. Aber jetzt machst du Werbung für mich, ich bin der wichtigste Mann hier. Mido, du ganz ehrlich, du bist einfach nur der Quoten-Mido. Das ist einfach so. Also Mido hat dort recht gehabt. Wir haben alle was gemeinsam. Wir sind gegen die Grünen. Da hat Mido recht. Absolut. Ricarda Lang, sage ich dann. Mido weiß alles. Vielen Dank, Leute. Das ist sehr nett von euch. Wenn die AfD nicht immer gegen Muslime und gegen Ausländer schießen würde, glaubt mir, ihr hättet so... Sie, guck mal, Nuri, und ganz ehrlich, das ist sowas von bescheuert. Die AfD schießt nicht gegen Muslime. Sie schießt nicht gegen Ausländer. Die AfD ist die einzige Partei zum Beispiel, die in der Asylpolitik dafür sorgt oder überhaupt es zum Gespräch macht, dass das Volk der Jesiden, was da wirklich ein politisch verfolgtes Volk ist, die wirklich Asyl brauchen. Die sind anerkannt als politisch verfolgtes Volk. Ganz einfaches Schauspiel. So, pass auf, wenn du das so siehst, ist das deine Meinung. Fakt auf jeden Fall ist eins. Lass die Befindlichkeiten raus. Du sagtest eben gerade, die AfD ist gegen Ausländer. Sind wir uns einig darüber, dass die Jesiden Ausländer sind? Die Jesiden sind die Jesiden Ausländer, ja oder nein? Ja, nein. Jesiden ist... Jesiden, genau, sie sind Ausländer. Und weißt du was? Diese sollen nicht abgeschoben werden. Die sollen im Land bleiben. Okay, lieber Roy. Also ist auf jeden Fall dieser Aspekt schon mal ausgehebelt, dass du sagst, die AfD ist gegen Ausländer. Roy, du hast dazu... Lieber Roy. Die Jesidentum ist eine Religion. Jesiden sind Kurden. Verstehst du? Ja, und trotzdem werden sie in ihrem Land politisch verfolgt. Ja. Okay, Roy, ich sag dir mal das, was Nuri meint. So, guck mal, ich zum Beispiel, es gibt viele Punkte bei der AfD. Ich habe das schon lange versteht, was Nuri gesagt hat. Mido, ganz ehrlich, niemand braucht deine Übersetzung, da kommt sowieso nur Kacke bei raus. Mido, du bist der Quote, Mido, du sollst dich jetzt verabschieden. Du bist erstmal langsam. Mido, du sollst dich jetzt verabschieden. Roy, ich bin's, Roy, Siegfried, ich bin's. Komm mal zu, Roy. Mido, du sollst dich jetzt verabschieden. Er reilt es nicht. Erik, ich sage dann schon mal Tschüss. Danke dir auf jeden Fall wieder für den Live. War bis zu einem gewissen Punkt recht danke gut. Danke dir, genau. Und wir hören uns. Jo, wir hören uns. Ciao, dann verabschiede ich mich auch mal. Erik, vielen Dank. Ich hoffe, du kriegst keinen Ärger. Jo, kein Problem. An die anderen. Alles gut. Allen schönen Abend. Ja, danke. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Jo, ciao. Ja, Moritz, wolltest du noch was sagen? Ich weiß nicht. Oder Adonis, wolltest du noch was sagen? Ich wollte eigentlich noch was zu Roy sagen, aber das hat sich ja jetzt erledigt. Ja, okay. Gut. Ich würde ansonsten sagen, schlaf gut und guck, dass du noch ein paar Stunden kriegst, beziehungsweise, ja. Jo. Genau, danke. Wir sind.
Gucken wir, wie es später läuft, ob wir was machen heute, später nachmachen. Ich denke, ein bisschen können wir was machen. Aber auf jeden Fall nicht mehr so lange. Ich muss jetzt wieder arbeiten, da kann ich nicht bis in die Nacht. Alles klar, ciao Moritz. Okay, jo, ciao Erik.